Willkommen im Stream! Yo, Freunde. Vielleicht habt ihr schon im Titel gelesen. Aber das wird der letzte Stream sein. Ich habe mich dazu entschlossen, einen anderen Lebensweg einzugehen. Und deswegen postet jetzt alle einen traurigen Smiley in den Chat. Weil, ja, wir haben viel erlebt. Ein Hot Tub Stream. Einen zweiten Hot Tub Stream. Ja. Und jetzt sind wir hier. Im letzten Stream. Ahahaha! April, April! Das war ja wohl ein Schenkelklopfer. Excellence. Freunde, einen wunderschönen guten Abend an Haigai, Noah, Manuel Banks, Fuchs, Maxi, Timmy, Florian, Berli. Oh nein, du hast mich erwischt. Nuri, so ein Jammer aber auch. Ich hab's geglaubt, du Schelm. Kai. Ja, es tut mir leid, dass ich der Trollmaster 2000 bin. Kettle, was geht? Jennifer, Leon, Georg, Thomas, Patrick, Berger, Sabrina, Yannick, Dorf, Deppen, Rensbrick, Edwin. Alter, wie läuft? Was läuft im Wallachstall? Ich würde sagen, der Wallach. Madeline, ich grüße dich. Moin, moin. Julie, moin. Ich hatte schon fast ein Herz, Kasper. Aber nur fast. Hätt ihr fast geglaubt. Weil meine schauspielerischen Leistungen schon sehr, sehr krass sind. Hätte es nicht Reason?
Dann wärst du endlich aus der Abo-Falle raus, ne? Dann müsstest du hier nicht mehr rumschimmeln. Lia, ich grüße dich. Sass, Levin, Nutella, Brot. Freunde, frohe Ostern an alle, die gestern im Stream nicht dabei gewesen sind. Jetzt so, hier im YouTube-Stream. Ich hoffe, euch geht's wunderbar und dass ihr ein wunderbares Osterfest bisher hattet. Ich hoffe, ihr habt die Eier gefunden, die im Garten versteckt waren. Ich suche meine immer noch, seit 24 Jahren. Ja, jetzt bringe ich zweimal denselben Witz. Gestern in der Insta-Story und jetzt hier, ja, mein Gott, wird der Witz recycelt. Wir lachen noch einmal alle gemeinsam. Sehr schön. Du hast uns aber an der Nase herumgeführt, David. Spiel nicht so mit unserem Gefühl. Sorry. Melli! Melli, danke schön für 23 Euro. What? Melli, danke schön für die Gifted-Memberschaften und ich glaube, die 6 Euro vorm Stream, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Vielen Dank. Und natürlich auch Felix, Felix Love. Dankeschön für deine Gifted-Membership vorm Stream. Freunde, lass einmal ein Herz da. Auf ganz süßer Basis. Sam, ich grüße dich. Moin, moin. Schön, dich zu sehen. Ey, Melli, vielen lieben Dank für die großzügige Spende, ne? Dankeschön. So, hast schon mitbekommen, dass Eminem ein neues Album rausbringt? Tschüss, wann kommt's? Wann? Ich hab fast einen Herzinfarkt. War aber ein starker April-Scherz. Dankeschön. Theodor, moin moin, was geht? Darken, ich grüße Sie erstmal. Was habe ich vom Osterhasen bekommen? Tatsächlich nichts, aber ist auch gar nicht schlimm, weil ich esse keine Süßigkeiten oder so. Also, ja, vielleicht einmal am Ostern. Also, ich habe diese Ostern tatsächlich auch nichts gegessen. Ja, also, ich bin da nicht böse drum, tatsächlich. Isst du den Hasen? Kai, ich esse deinen Hasen. Und ich freue mich auf deinen Hasen. Kai, willst du mal einen echten Hasen sehen? Komm vorbei. Keine Süßigkeiten gegessen. Mirazzo, so rum. Gestern hat mein Vater den Osterhasen überfahren. Ich hoffe nicht. Ach, deswegen kam er nicht zu mir. Das ergibt Sinn. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Freunde, wie lief's? Wie waren die Tage? Was ging? Ich habe ein Zauberlasten bekommen. Was ist ein Zauberlasten? Das ist ein Zauberlasten. Ach, Zauberkasten. Wahrscheinlich, oder? Oh, jetzt meinst du Zauber... Oh. Ey, als Kind hatte ich auch einen Zauberkasten. Das war der geilste Scheiß. So ein Zauberkasten war richtig nice. Alter, habe ich das genossen. Melli, danke schön. Dann kam auch der Super Chat. Vielen Dank für 23 Euro. Dankeschön. So, Zill und Silvi Hahn, danke für eure Abonnements. Dankeschön. Diese Woche geht Yuitopia-Vorbereitung und Yui Media Hustle. Alter Kai, ich freue mich schon auf die ganzen Ergebnisse, Maestro. Ich freue mich ja schon auf deine Anrufe oder so, die du angekündigt hast. Wenn da nichts kommt, bin ich sehr enttäuscht, ne? Wollte ich nur mal so sagen, Junge. Platten-Doni auch am Start, ich grüße dich. Hast du schon bei McDonald's das Ketchup-Duschgel gegönnt? Nein. Ist halt nicht mal ein Joke, gibt's wirklich. Also, ja, was soll ich sagen? Ich hab's bei meiner App angezeigt bekommen, aber, ja, mein Gott, ich brauch das nicht unbedingt. Von einem Wonach riecht das Duschgel? Also, das kann mir kein Mensch sagen, dass es wirklich nach Ketchup riecht. Das sieht aber wahrscheinlich aus wie eine Ketchup-Flasche, oder? Ist es schon was von Yuitopia? Na klar. Es wird am 13. Juli stattfinden. So, Junge, du bist 11 von 10, Dicker. Ich bin ein Berliner, Dicker. Was geht... Yo! Alter, was geht denn jetzt ab? FCB-Fan, dankeschön! Alter! Yo, FCB-Fan! Alles Gute zum Geburtstag! Vielleicht hab ich mal heute Glück, dass mein Level dran kommt. Ein paar Level von dir habe ich schon gespielt, Meister. Ja, das muss man mal sagen an der Stelle, wer weiß. Ich wünsche dir schon mal viel Glück bei all den schweren Leveln. Ja, ich bin gespannt, wie viele schwere Level heute reinkommen werden. FCB-Fan, alles Gute. Ich hoffe, du hattest einen geilen 1. April. Ist aber auch ein sehr, sehr geiler Tag, um Geburtstag zu haben. Ist prädestiniert dafür mit den April-Scherzen. Alles Gute. Genieß den Abend noch und vielen Dank für die großzügige Spende von 10 Euro, ne? Vielen Dank. Und Melli, dankeschön für 2,50 Euro. Döner, auch alles Gute an Döner, ne? So wie immer. Und Benjamin, danke für 3 Monate. Kuss geht raus. Real Cuts sind wunderschön. Döner wird 17. Das wird gut. Gut.
Er ist nicht mehr 12, er ist über 17. Danke für die Info, sehr, sehr gerne. Halbe 9, hab dich abonniert und hab ein Like gegeben. Dankeschön, still for you. Ziel 4, why? Besser am 1. April als am 29. Februar. Wahre Worte. Einmal Hashtag pray for Vic in die Kommentare, weil der hat ja wirklich am 29. Hab dich durch Shorts entdeckt. Und das ist immer so krass, wenn Leute aus Shorts wirklich auf dem Kanal vorbeigucken. Mega, Miano. Ehre, dass du dich getraut hast, auch in die anderen Formate vorbeizuschauen. Kuss. Sophie, grüß dich, moin moin. Willkommen im Stream. Warum ist immer meine Hasen? Ja, weil deine Hasen halt real sind. So, versteht sich von alleine. Gabo, danke für 5 Monate. Odin, ich grüße dich. Was geht jetzt ab? Außer, Henna-Tattoos. Ein bisschen ASMR-Action. Na klar, Darken, bin jeden Tag auf der Gamescom, hundertprozentig. Alter, what the heck? Freunde, das ist doch nicht nötig. Dankeschön, Fantasia für 5 Gifte-Mitgliedschaften. An Jasmine, Marc, Lieschen, Nutella-Brot und Patrick. Und Felix böllert eine 5-Euro-Doni raus. Sorry, dass ich ewig nicht da war. Bro, alles easy. Felix, kein Problem, Mann. Selber dabei, wann es dir passt. Pro, 456 Brawl Stars. Kuss. Geht raus für den 2. Monat. Dankeschön. Ich habe dich durch Domi kennengelernt. Wie das denn? Was ist passiert? Wo ist Utopia? Das ist in Augsburg. Das wird gut. Willst du wieder das Liedchen von gestern anmachen? Ich glaube, das ist... Ist das Copyright? Ich weiß gar nicht, ob das Copyright ist. Mal gucken. Alla Vandal, ich grüße dich. Was geht? Und Labi, moin moin. Wir wollen dich nochmal letztes Mal unterstützen, bevor du nach Mexiko auswanderst. Ja, mal gucken, wie es in Mexiko wird. Also, ich werde mich freuen. Ich weiß nicht, wie ist die Kriminalitätsrate in Mexiko aktuell? I don't know. Melli! Jetzt aber... Melli, ich hoffe... Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen und ich muss mich immer wiederholen. Ansonsten muss ich auch irgendwann die Standpauke rausholen. Dankeschön für nochmal 23 freaking Euro. What's happening here? Dankeschön. Und Draconia, dankeschön für die Plus-Memberschaft im 2. Monat. Dankeschön. Wir sind Mittwoch mit Wildcards sogar da, Alter Darken. Ihr seid auf das, ihr habt das Angebot angenommen von der Gamescom. Rudi, Lamborghini. Der ist so gut, was hier passiert. Ey, Fantasia, vielen lieben Dank für 5 Gifte-Mitgliedschaften. Dankeschön. So, gestern war Ostern, da wollte ich alles raushauen, aber war nicht... Hey, Melli, alles easy, um Gottes Willen. Rudi, Lamborghini. Kein Problem. Ey, aber gestern war ein ziemlich lustiger Stream auf Twitch. Wir haben ein sehr, sehr geiles Game gespielt. Ja, was heißt geil? Es war wieder stumpf. Und die stumpfen Games sind immer die schönsten. Rudi, Felix, Lamborghini. Ich grüße dich mal. So, spielst du mal wieder mit Hübi Troll-Level? Das wird definitiv noch vorkommen, hundertprozentig. So. Rudi, ey, vielen Dank. Beim nächsten Utopia muss ich noch mein Lied klagen, was Spackbo und ich auf der Rückreise von Utopia alles auf uns genommen und erlebt haben. Bro, ich freue mich darauf. Ich freue mich auf das Ergebnis. Ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Melli, danke für 23 freaking Euro. Was passiert dir? Wallenfisch, 22, 99 Euros. Dankeschön. MC Mickey stepped on Mike. Alter, und da kommt noch die Doni von Felix. Felix, dankeschön für 5 Euro, ne? Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, alles easy. Phil, ich hab dich gestern angerufen, weil ich hab gestern von diesem absolut beschissenen Horrorfilm erzählt, den wir in deinen Geburtstag reingeguckt haben. Und ich wollte den Leuten erzählen, wie dieser Film hieß. Weil, guck mal, wir haben diesen Film geguckt, aber während des Films wussten wir nicht, worum es geht. Weil man den Plot während des Schauens nicht gecheckt hat. Felix, dankeschön. So, hallo lustiger Typ, dein April-Scherz auf Insta war stumpf, aber so lustig. Ja, Mr. Game, das ist die Hauptsache. Hauptsache, du konntest lachen oder so. Sarah, ich grüße dich, moin moin, wunderschönen Abend. Das ist in einem Short, das mit Mario Kart Up Deluxe gespielt. Ja, guck mal, und ich liebe das Spiel. Ja, guck mal, ist ja passend, ne? So, Melli, vielen Dank für 2,50 €. So, ich hatte dir ja über Discord die Datei mit dem Klavierstück von, ne, geschickt. Konntest du die Datei öffnen?
Thomas, ich habe ehrlich gesagt noch nicht auf Discord. Knie. Melly lost die qualifizier aus 25 euro knie. Phil, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich weiß es nicht. Weil Ostern ist oder so? I don't know. That's nonstop. Melli, danke nochmal für 25 Euro. Aber jetzt ist Stopp, bitte. Okay? Vielen lieben Dank. Ich darf mein Knie nicht mehr zeigen. Ich darf mein Knie nicht mehr zeigen. Das ist too much, glaube ich. Aber wirklich, ne? Vielen Dank für den fetten Support hier auf dem Channel. Ich kann mich nur wiederholen. Danke, dass du mich auf meinem Weg unterstützt, ne? Vielen Dank. So, wir schaffen das schon irgendwie, aber naja, wir haben einen Umlautmann, der uns ein wenig auf andere Gedanken bringt. Hundertprozentig. Ich weiß nicht, worum es geht. Katie, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Moin, moin. So. Wieso machst du das? Was? Biggie, moin moin. Alter, definitiv war die schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr auch, Meister. So, ich kann jetzt auch endlich lachen, wenn ich dich sehe, wenn ich weiß, dass der Kanal bleibt. Warum? Was meinst du? Das ist kein Scherz mit letzter Stream. Wie kommt ihr denn darauf, dass ich ein am 1. April Scherz bringe mit Yo? Funktioniert das Knie wieder? Es ist wieder heile, Kai. Es ist wieder heile. Safe. By the way, ne, ich habe ja letztens erzählt, ne, dass ich mir im Schlaf eine Muskelhartspannung, eine Muskelverspannung zugezogen habe. Ich sollte eigentlich zur Krankengymnastik. Aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, weil ich habe mich mal ein bisschen in das Thema reingelesen. Und so, guck mal, da habe ich jetzt einfach im Gym, ne, langsam wieder angefangen mit guten Übungen für den Rücken, bisschen den Nacken trainiert etc. Und es geht wieder echt gut. Also, keine Ahnung, ich habe gar keine Schmerzen mehr, ist wieder gut. Ja, ist komplett weg, gar nichts mehr davon. I don't know. Deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden zur Krankengymnastik. Weil Sevi meint zum Beispiel zu mir, jo, bei der Krankengymnastik hätte ich wahrscheinlich dasselbe wie im Gym getan, nur mit weniger Gewicht. Also, I don't know. Mal gucken, vielleicht habe ich wieder in 3-4 Monaten ein neues WWchen. Liebes Lieder, Dankeschön für den Abonnement. Dankeschön, Darken. So, das ist mir ein bisschen zu ruhig. Ich dachte, das wäre hier. Guck mal, ich liebe diese Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche. Von solchen, ja, Musikremixes. Guck mal, hier ist ein Nintendo-Remix. Ich hab's angeklickt, weil da irgendwas mit Upbeat stand. Und jetzt steht hier als Übersetzung: beschwingter und entspannter Musikmix für Nintendo-Videospiele. Real. So. Krankengymnastik ist oft nicht wirklich sinnvoll. Ja, das habe ich von einigen gehört. Und deswegen dachte ich so: ja, komm, scheiß drauf. Physios können auch massieren, also kostenlose Massage geht doch klar. Ja. Ja. Ich möchte nicht angepackt werden, Kai. Wenn sie am 3. April immer noch schwanger ist. Du meinst am 2., Bro. Oder war das damals am 3.? Dennis, ich grüße dich. Melli, lass uns mal reden oder so. Melli, was tust du? Ich hab gesagt, stopp. Und das meine ich jetzt auch wirklich, auch wenn ich lache. Ich lache, weil ich so verzweifelt bin. Ich lache immer, wenn ich verzweifelt bin. Danke für 20 gegiftete Mitgliedschaften. An Matteo, Teddy, Severin, Mr. Gain, Yannick. Thomas, Andy, Son Goku, Mr. Universe, Theodor, Robert, Fish is Dish, Michael, irgend so ein Typ, ich bin Brot, Silvano, Jenny, Nagi, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Alter Henry, danke für 26 Monate. Und Julie, danke schön für 4 Monate. Danke, dass ich ein Teil dieser süßen Community sein darf. Danke, dass ihr mich hier aufgenommen habt. Ey.
vielen Dank, dass du hier bist. Ne, ich kann mich nur wiederholen, es freut mich mega, dass du dich hier so wohlfühlst. Von daher, ich hab zu danken. Melli, danke für alles. Es ist... Stopp bitte, jetzt stopp, ne? Bitte stopp. David lacht immer, wenn er verzweifelt ist. Bro, bist du immer verzweifelt? Es gibt zwei Lachen. Es gibt einmal so diese... Das ist so die Real-Lache. Und da gibt es noch dieses... Da muss man differenzieren. Es gibt so die verschiedenen Stufen, die verschiedenen Lachstufen eines Umlautmannes oder so. So. Ich, der einfach morgen noch schulfrei hat, während die anderen noch in die Schule gehen müssen. Noch in die Schule? Wie noch? Timmy Hoffmann, Marcello, ich grüße dich, moin moin. Und Judokus, frohe Ostern, ne? Aber wie gesagt, Melli, großes Dankeschön. Es kommt wirklich aus tiefstem Herzen. Vielen Dank. Crazy. So, die Rildlache, die einzig wahre. YouTube oder Mario? Mario. My name is Mario. Freunde, ich hoffe, ihr habt den Legendenstream gesehen oder reingeklickt in die legendäre Streamaufnahme danach. Auf süß. Imagine, David ist gerade in einem Vulkan oder der gerade ausbricht und er ist verzweifelt und lacht sich dabei ab. Ey, das war die geilste Situation meines Lebens. Eine der geilsten Situationen meines Lebens. Ich war 14 und Kollege und ich waren damals beim Sport. Das war ein Gym. Eigentlich war es Reha-Sport, aber wir haben es immer als Gym, als Gym abgetan. Und er kam mit dem Fahrrad zu mir und dann sind wir zu Fuß, er hat sein Fahrrad geschoben, zum Sport gegangen, okay? Wir waren maximal eine Stunde oder so da drin, mitten in der Stadt. Er hat sein Fahrrad draußen abgeschlossen, mit Schloss, okay? Und eine Stunde später, wir verlassen das auf einmal. Wir gucken zu diesen ne, Fahrradgestellen, Fahrradständern, David Ständer gesagt, Fahrrad weg. So, Fahrrad weg, mit Schloss, alles weg, ich guck meinen Kollegen an, er guckt dahin, 5 Sekunden Stille, auf einmal fängt richtig an zu lachen. Aber das war nicht so ein lustiges Lachen, das war so das absolute Psycholachen, so American Psycho mäßig war das so. Und er so, diese Stadt ist so ein Witz. Ich würde Geld dafür zahlen, um diesen Moment nochmal zu erleben. Oh, Bro. Alter, Erik, alles Gute zum Geburtstag, Maestro. Das war so ein geiler Moment. Holy. Ja, ärgerlich, aber heute lachen wir beide über die Situation. Ich frage mich bis heute, wo sein Fahrrad gelandet ist. Keine Ahnung. Ey, da sind die Alerts. Matteo, Alex, Teddy, Severin, Mr. Game. Dankeschön. Du lachst jetzt nicht anders. Tintenfisch, bist du dir sicher, dass ich nicht anders lache? Rudi, habt ihr mitgekriegt, dass Teslas mit Benzin fahren? April, April. Junge, erinnert mich an unsere Gym-Days. Treffen uns wieder im Kreisel. Ey, das war so geil. Ich 10% Gym, 90% Eiweißshake. Guck mal, Freunde, ich bin damals, das war mit 17, mit Phil immer ins Gym gegangen. Das war so die Zeit, wo ich damals gut aufgebaut habe, würde ich sagen. Timmy, danke schön für den Euro erstmal. Und, warte erstmal die Nachricht von Leon, die scheint süß zu sein. Hey, David, bin zwar ein stiller Zuschauer, und aber ich gucke deine Videos und deine Streams immer sehr gerne. Bist richtig cool und sympathisch, wünsche dir frohe Ostern, mein Bester. Leon, Rudi, sehr süße Nachricht, danke dir, ne? Frohe Ostern wünsche ich dir auch. Cool, dass du hier bist. Und Alex, danke für den Euro. Freunde, Stream schon geliked. Wichtige Frage von Fantasia an der Stelle. Okay, damals mit 17 haben sich Phil und ich immer zum Gym getroffen, immer im Kreisverkehr, weil das immer so die Mitte von unseren beiden Wohnungen gewesen ist, und sind dann gemeinsam immer ins Gym gegangen. Und wirklich, ich habe immer gut durchgezogen, würde ich sagen, und Phil war halt immer so, yo, bisschen trainieren und dann immer 90% Eiweißshake dann am Ende immer gemeinsam trinken, das war immer sein Highlight. War aber auch mein Highlight, weil wir dann immer besprochen haben, yo, was geht am Wochenende, was machen wir am Wochenende. Und wirklich, jedes Mal, ich war am Pumpen und er hat sich dann immer hinter mich gestellt oder irgendwo hin. Und kennt ihr das? Wenn ihr so richtig ernst Sport macht, so voll am Ende seid und dann lachen müsst, dann geht gar nichts mehr. Du kriegst gar nichts mehr hoch. Und das war jedes Mal so. Jedes Mal. Alter Felix, danke für 5 Euro. Bro, ey, das tut mir mega leid, das zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass es super unangenehm ist, sowas zu sehen. Vor allem halt bei den liebsten Personen, definitiv. Ich bin wenig in dieser Thematik drin. Ich weiß aber, dass die Betroffenen sich nicht daran erinnern, wenn sowas passiert, ne? Dementsprechend hoffe ich mal, dass ihr trotz dessen gut leben könnt. Und Bro, es wird alles gut werden, Meister. Immer positive Gedanken haben.
So, hab's trotzdem geliebt früher im Gym. Ja, safe, das gehört dazu, ne? Ala, Patrick Star. Hast du meine Unterhose gesehen, David? Und ist Mayonnaise auch ein Instrument? Hallo, SpongeBob. Wollen wir heute Quallenfischen gehen? Hab gedacht, du hörst mit YouTube auf. April, April! Was geht? Ala! McCronick! Achso, war das jetzt real? Wie viele haben im 1. April Geburtstag? Ist ja unglaublich. Hast du mich gerade Spitzkopf genannt? Evgeni, hi! Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick! Rild. Bin fast auf den April-Scherz reingefallen. Das ist wichtig, dass es nur fast gewesen ist. Ich hoffe, du bist dabei nicht ausgerutscht oder so. Oh, Jordli. Es heilt im Gym immer, wenn man mit Freunden da ist, sind die Gespräche während den Satzpausen. Digga, wir reden da so unfassbaren Müll. Ich fühle das so sehr. Alter! Digga, bin ich blöd? Patrick Star ist ein Taubesnüschen. 1 Euro willst du meine Unterhose sehen? Digga, ich dachte, woher kommen diese Raketengeräusche? Digga, was ist das denn? Patrick, denk doch mal. Willst du meine Unterhose sehen, David? Na klar, gerne. Danke für den Euro. Guck mal, das. Digga, was ist das denn? Warum das ist so. Das ist so laut. Okay, dankeschön. Es ist cool, mit Freunden im Gym zu sein, aber du verlierst unendlich Zeit. Weil man quatscht immer, guck mal, eine Satzpause dauert so, ich würde sagen 90 Sekunden mache ich immer. Und dann quatscht du halt immer 5 Minuten dazwischen, ein Satz, wieder 5 Minuten. Guck mal, es gibt so ein richtig geiles Meme. Ich hoffe, dass ich das Meme mit dieser Beschreibung finde. Nee. Es gibt so ein richtig lustiges Meme. Ah, ich finde dieses Meme, glaube ich, nicht, oder? Komm schon. Alex, danke für den Euro! Ich gehe mit einem Kollegen und da wird halt Trainierstadt geredet. Ja, Kai? Kai, du bist ja ein Macher, Bro. Du bist ja ein Macher. Wir sind keine Macher wie du. Deswegen, ne? Kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder lebt so wie du. Warte, Rudi, hier ist das Meme. So, Satzpausen mit Freunden in Gyms und Rild gehen immer. Ja, safe, immer. Warte, hier dieses Meme. Me and the boys walking into the gym for 3 hours to do a workout that should take 45 minutes. Oh, das ist schön. Geil. David Besten grüßt dich immer. Das ist wirklich, man fühlt so sehr dieses Meme. Es passt einfach so, ne? So, und da kommen auch die weiteren Memberschaften. Vielen Dank! Morgen ist wieder Schule. Andererseits kommt morgen der neue Podcast von Musketenhübi und Longus Schlongus Ceo. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Angst haben soll oder mich freuen. Natürlich freust du dich, mein Maestro. Guck mal. So, ich sag immer wieder so schön, wenn du Angst vor einer Situation hast, freu dich immer davor. Weil, guck mal, am Ende des Tages geht's darum. Jetzt kommt immer der Erfolgscoach. Du musst am Ende des Tages 4 von 7 hassen und dein eigenes Unternehmen aufbauen. Nein, aber Alex, dankeschön für den Euro. Guck mal, am Ende des Tages geht's wirklich darum, unangenehme Dinge im Leben zu tun. Weil dadurch erweiterst du quasi. So, Felix, hab ja gerade was dazu gesagt, ne? Vielen Dank für die 5 Euro. Alles wird gut werden. Am Ende des Tages geht's ja immer darum, die Komfortzone zu erweitern, dass einem immer mehr Sachen, die früher unangenehm waren, normal sind. Und darum geht's irgendwo. Deswegen, wenn ihr Angst vor einer Sache habt, freu dich darauf. Am Ende des Tages, Melli, ne, ich sag's dir, ist halt am Ende des Tages. Und das muss man sich merken. So, kannst du das Video anfangen? Eines Tages, zum Beispiel zu zweit ins Gym gehen. Zum Beispiel, wenn du Angst davor hast, es zu tun, mach es. Dann mach es. So, alright. Alex, dankeschön. Also wenn Mickey Mouse singt und David spricht, versteht man die Stimme extrem schlecht. Nein, das kann nicht sein. Noch dazu die Musik im Hintergrund. Ich kann auch einfach ins Mikro brüllen währenddessen. Das können wir auch machen. Vielleicht hört man mich dann besser oder so.
Ich bin 5. Klasse. Ich bin 6. Klasse. Also ich bin 6. Klasse, das ist mein Name. Nee, und dann morgen Bio. Bio habe ich geliebt. Bio war eines meiner Favorite-Fächer. Weil das war so ein Fach, ich musste da nie krass lernen. Also ich konnte mir das voll gut merken. Ich habe mir die Bilder angeschaut und wusste dann so, yo, so und so ist das und das und so funktioniert der Prozess. Aber das war mal ein geiles Fach. Und dann gab es solche Fächer wie Deutsch. Und dann war ich wieder so Schmutz. So, hasse Biochemie. Ja, Chemie ist auch cool. Physik war ich nie drin. Alter Benni, was geht? So. Kann man kleinen Timmy essen? Boah, ich glaube, dafür kommst du echt in den Knast, Alter. Ich würde es lassen, wenn ich du wäre. Biologie war das schlimmste Fach, hab's nie geschissen bekommen. Ja, es ist, ich kann verstehen, wenn man sagt, yo, bekommt man nicht geschissen. Also ich kann es verstehen. Es hat irgendwo viel auswendig lernen. Hab früher auch Angst vor Davids krass breiter Präsenz gehabt. Dann habe ich den Stream angeschaut, da hatte ich immer noch Angst, lol. Aber du stellst dich deiner Angst. Genau so ist das. Hm. Wisst ihr, Freunde, heute ist ja der 1. April, ne? Und heute bekommen wir laut Abmachung einen neuen Mod, beziehungsweise einen neuen Altbekannten. Mal gucken, wann der hier auftritt. So. Ab morgen wieder Schule. Krass, wie viele morgen wieder Schule haben. Aber ich glaube, einige haben noch diese Woche Ferien, oder? Weil bei einigen haben die Ferien relativ spät begonnen. Der ist saufen. Kein Wort, hä? Warum ist er nicht am Hasseln? War gestern bei dem Stream dabei, der Chat hat bei mir aber nicht funktioniert, weiß ich warum. Schade. Aber ey, heute kannst du reinschreiben. So, von wem könnte bloß die Rede sein? Ich habe keine Ahnung. Ich stand 4 Jahre im Bio, Biologie 5, egal was ich versucht habe, es ging einfach nicht, hab's in der 10. Klasse endgültig. Ey, du, alles easy. Also jeder hat irgendein Fach, was er nicht gut kann. Das ist so. Bayern hat noch Ferien. Ja, Bayern hat immer sehr, sehr spät Ferien. So, Annika, ich grüße dich. Ich darf morgen wieder mal loche. Meister, ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg für morgen, ne? Stimmt, du warst zwischendrin noch krankgeschrieben, oder? So, Levin, genieß es. 3 Wochen. Why 3 Wochen? Antea, ich grüße dich doch. Wunderschönen guten Abend. So, ein Kashiwa, moin moin. Bester April-Scherz, Momo bekommt Mod wieder und dann nimmst du ihn so weg. April, du bleibst noch einen Monat am Mod. Das wäre schon krass, oder? Wenn das passieren würde, das wäre schon krass, oder? Rudi, Lamborghini! Also Real Talk, er meint, er ist gleich unterwegs. Okay. Also Kai, bist du bereit für die Show? Rudi, später? Lamborghini! Das ist schon wieder eine Weile her. Ja, genau. Hexenschuss hatte ich im Kopf. Seit 15 Jahren warte ich schon darauf, 15 Jahre auf einen neuen Modposten. Domtendo 2.10. Rudi, so lange, ich habe Domtendo nie geschaut. Alter, und da kommen die anderen Alerts noch rein. Vielen Dank. Ich muss morgen wieder zur Schule. Krass. Ich dachte, voll viele hätten morgen noch frei. Rudi, boah, also Retalk, wäre ich ein Schüler und müsste direkt nach Ostermontag wieder zur Schule am Dienstag? Boah, es würde mir schon stinken, wenn ich ihr werde, ja? Nein, Spaß beiseite, alles gut. Hatte ich auch letztes Jahr in der... Going on 50 euro und hoppla, ausgerutscht. Man merkt, es ist Anfang des Monats. Da wäre ich, grüße dich doch. Boah. Melli, ich habe bereits vor... Ich weiß nicht, wie vielen Minuten gesagt, bitte hören Sie auf. Und jetzt hören Sie bitte auf. Melli, Dankeschön für 50 Euro. Mann, ich hab immer das Gefühl, wenn ich nur Danke sage, dass es viel zu wenig ist. Theodor, du bist der beste Maestro. Dankeschön. Schlidi, ich grüße dich doch. Moin, moin. Melli, vielen Dank für 50 Frick. Ja, eben, was tust du nur? Ich dachte, das war ein April-Scherz, dein Hör. Nein, das ist Butter bei den Fischen, mein Real Talk Ernst. Aber es hast du nach besonderen Tagen wie Ostermontag wieder in Ausbildung, Schule etc. musstest, hattest du bestimmt auch damals. Ja klar, Judugus. War ja auch nur ein Späßchen, ne? War nur ein Späßchen vorhin. Hatte ich auch so. Aber ich glaube, Ferien?
Muss ich mal nach Ostermontag wieder in die Schule? Ich weiß es gar nicht. Ja, safe irgendwann, ne? So, wie gesagt, Melli, vielen Dank für die großzügige Spende. Hören Sie jetzt bitte auf. Hören Sie bitte auf. Und danke für den kranken Support. Jo, David, Melli will dich kaufen oder tauschen gegen die Schlossallee. Die Schlossallee ist viel wert. Umgedrehte Psychologie, du musst sagen, mach weiter. Okay, Melli, mach weiter. Melli, weiter so. Ich höre auf Super Lucky 2. Die umgedrehte Psychologie. Stimmt, geil ist ja angekommen. Ist ja wieder Anfang des... Das macht mir Angst. Schlossallee Game Changer. Wenn jemand draufgekommen ist, safe. Aber Freunde der Sonne, wir hatten jetzt schon Alter, wir hatten 37 Minuten im Stream und kaum hat jemand gefragt, yo, wann fängst du an zu zocken? Wann fängst du an zu zocken? Ich glaube, das ist ein April-Scherz, oder? Ist das ein April-Scherz von euch, dass ihr noch nicht gefragt habt? Oder? Anfang des Monats, Osterende des... Ostende des Monats. Ostende. Das, ja? Ja? Nein, Melli, hör auf! Oh Mann! Die umgedrehte Psychologie hat nicht geklappt. Dankeschön! Für 6 Euro! Man fängt eigentlich an zu zocken. Sorry, der musste. Okay, was geht? Alex, danke für 1 Euro. Alter, Psychose. 187, du süße Maus, ich grüße dich. Okay, umgedrehte Psychologie. Umgedrehte Psychologie hat keine Wirkung. Angreifer ist verwirrt. Freunde, wir sliden rein ins Game. Bei mir stand Beginn um 17.20, aber nach alter Zeit. Ah, ja gut, das ist natürlich, was soll ich sagen, die falsche Uhrzeit, ne? Freunde, wer hat diesen Stream miterlebt? Legendenstream des Jahres, alle sagen das. My name is Mario. 140.000 Mal auf Mario Glass geklickt am Wochenende. Das war doch wunderbar. Aber wir müssen... Ach shit, wir müssen erstmal was aktualisieren. Kannst du einen April-Scherz sagen? Ja gut, guck mal in den Titel, Maestro. Da steht was drin. Wir brauchen umgedrehte Psychologie. Ich verstehe. Felix! Dankeschön für 1,45 Euro und hello! Lamborghini! Hanno, dankeschön für die Plus-Membership, Mann. Ich glaube auch schon im 40. Monat, über 40 Monate oder so. Bro, du bist so eine kranke Sau. Vielen Dank für den Support, ne? Dankeschön. So, die Konsole hat aktualisiert. Rein geht's ins Game. Alan und Christoph, frohe Ostern. Walle, bin neu. Welcome to the Community, Maestro. Hanno, kein Problem, Bro. Dankeschön für 40 Monate. Vielen lieben Dank. Junge Phil, ich hab doch auch keine Ahnung, was los ist, Mann. Ich weiß es nicht. Edin, Alter, lang nicht gesehen. Meister, was macht das Leben? Bayern hat jetzt schon, hat jetzt noch diese Woche Ferien, aber mit den Sommerferien sind wir immer die Letzten. Ja, Rudi, Bayern ist wirklich immer mit Abstand die Letzten. Ist immer so, ne? Das wechselt auch gefühlt nie. Darf ich mal anmerken, wie breit du schon wieder aussiehst? Benny, weißt du, warum ich heute breit aussehe? Wegen der Legalisierung. Nein, Benny, vielen Dank für die 5 Euro, Meister. Alter, ich hab so eine Reizüberflutung. Felix, danke auch nochmal für die Gift im Memberschaft an Michael. Hessen hat noch 2 Wochen. Was geht denn bei Hessen? Felix1-Love ist ein taubes Müsli. April, April. Benny, danke für 2 Euro. Kann man nicht so lange, da ich morgen 8 Stunden nach Bayern... was geht in Bayern, Alter? Sheesh. Ich bin in Mia verliebt, soll ich es ihr sagen? Matteo? Matteo? Wie alt bist du, Maestro? Danke, Kashiba. Die kommt von Amazonien, die habe ich mir damals mit 18 Jahren zugelegt. Melli, danke schön! Okay, wir starten rein ins Level. Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Zack. So. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Okay. Ich weiß nicht mehr, was hier passiert. Okay, ich mach weiter. Den wollte ich ihm seit gestern Abend schon reindrücken. Boah, da wäre ich ja fast drauf reingefallen, Meister. Wenn sie sagt I, sag April, April. Ach so, wenn du sagst, dass man auf Mia steht. Ja, aber Mia ist doch ein hübscher Name. So, Freunde, rein geht's.
Ich weiß nicht, was hier passiert. So, okay, dieses Level, ne, hat die Caption dahinter, wer das liest, ist dumm. Also ich bin absolut dämlich und genau deswegen spielen wir dieses Level. Kino Fell, ich grüße dich. Und, warte mal, hätte Söder zugetraut, dass er heute angekündigt hätte, dass die Graslegalisierung nur ein April-Scherz war? Ja, du, das war gar nicht mal so unwahrscheinlich, ne? So, Sonja, ich grüße dich. Gerade so pünktlich geschafft. Jawohl, let's go. Aber du hast legendäres Just Chatting verpasst. Alle sagen das. So. Okay. Also. DJ 5 H7G. Los geht's. Okay. Try and Error. Read. Das sind noch meine Lieblingslevel, oder? Ein schönes Try and Error Level. Ja, no, war im Gym. Hab ich so beeilt. Ja, um Gottes Willen. Training in Ruhe machen. Ich würde ja heute auch noch gerne ins Gym gehen, aber die machen um 22 Uhr zu. Lieben wir. Deswegen morgen. So, ich bin ein bisschen blass. Also ich bin generell blass, aber noch blasser als sonst in der Cam. Woran liegt denn das? Schmutz. Ich muss ins Solarium. Ich brauche so eine ekelhafte Solariumbräune. Okay. Try and Error, dann gehen wir mal in dieses Level rein. 21 Versuche, keiner hat's geschafft. Schönes 0% Level zum Start. Ich hab deinen Kannenschädel sehr vermisst. Edin, ich hab deinen schönen Schraubenschlüssel vermisst. Wie geht's? David ist... Was vibriert hier so? Naja, so. Schöner erster Troll. Das gefällt uns doch. Diese mehr orange als braun. So, oh nein, da wurde ich schon wieder geprankt. Was mache ich denn jetzt hier? Okay, starten wir nochmal von vorne. Das ist kein Try and Error, das ist einfach ein wunderbares Troll-Level. So, wahrscheinlich mit irgendwelchen versteckten Blöcken, weil irgendwas müssen wir tun. Ah, warte mal. Aha, bingo. Mach live Sascha Huber Workout. Nach dem Stream, sagst du? Rein da. Okay. So, man muss die Sättigung hochstellen, das ist wie Selbstbräuner, vertrau. Ja, die mache ich jedes Mal hoch. Die ist sogar recht hoch eingestellt. Videoaufnahmegerät. Hilfe, da muss ich aufstoßen, so wie Kugelstoßer. Die Sättigung ist Maximum, Bro. Okay. Okay. Ich werde nicht hier runterspringen. Ich werde hier reinspringen. Oh Gott, da wurde ich hops genommen. Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Hätten wir doch in die grüne Röhre gemusst. Okay. Ich bin Nirt. Danke für dein Abo. Michael Homsi. Memberschaft. Dankeschön. Alter Michael, ich grüße dich. Moin Moin. Bester Streamer. Danke. Rein geht's. Benny, danke für 2 Euro und deinen wunderbaren April-Scherz. Oh, das war auch ein Troll. Starten wir nochmal neu, ne? Rüd. Und Julian Fußballfan, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Nüsschen 2 Euro. April, April. MC Mickey steppt ans Mike. Benny, dankeschön. Warte mal. Was denn Scheiß? Du steckst mit deinem Mann. Okay, ein Troll. Ich verstehe. Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Bloß du springst auf Hater und zerfährt sie in Stücke. Du musst, glaube links, wo du getrollt wurdest. Ich hab da schon nachgeschaut, aber ich hab keinen Block gefunden. Also hier scheint erstmal nichts zu sein im ersten Moment. 5 Euro. David, darf ich mal anmerken, wie breit du schon wieder aussiehst? Alter, Benny, dankeschön. Das ist ja voll lieb von dir. Warte mal. Also, wahrscheinlich brauchen wir sowas wie eine Bombe. Wahrscheinlich. Wozu ist da noch Switch da? Wozu? Man munkelt, ne? Okay, vielleicht doch in die Röhre. Aha! Bingo! Bam! Da ist die Bombe, die ich erwartet habe. Let's go! Ich find's doch kacke, dass man keine bestimmte Person eine Mitgliedschaft schenken kann. Bro, alles easy, ne? Vielleicht fühlt YouTube das irgendwann ein. Das andere links. Nee, oben. Ach so, diagonal. Ah, okay. Also, wir müssen auf jeden Fall erst den On-Off-Switch betätigen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Okay. Das wird ein interessantes Experiment. Vielleicht hat... Nee, 2 Bomben geht ja nicht. Da kommen wir nicht mehr raus. So, hier kommt ein wunderbarer Fisch, genau. Aha, natürlich spielt man hier wieder mit versteckten Blöcken. So, bam. Alter Edin! Danke für die Gifted Membership an Mr. PTV.
Ala Edin, Kuss geht raus für den Support, ne? Dankeschön! Bam. So. Meine Katze hatte meinen Osterkorb reingekotzt. Ja. Das ist natürlich, passiert, würde ich sagen. Ich würde mir das irgendwie sehr lustig und ekelhaft vorstellen zugleich. So, Freunde. Es wird mal wieder Zeit für die magische Miesmuschel Edition. Magische Miesmuschel ist der erste Weg der richtige. I have deemed it to be so. Zweiter Weg, richtig. Obviously, you just want confirmation. So, yes. Okay. Wir gehen rein. Danke, magische Miesmuschel. So, okay. Pascal, ich grüße dich und Muffin, welcome to the stream. Magische Miesmuschel, erster Weg, ist er richtig? Yes. Okay. Also, wenn die magische Miesmuschel wieder recht hat, dann glaube ich, oh mein Gott. Wir hatten hier, wir hatten paranormales. Oh nein, da ist ja das Ziel. Dann springe ich da einfach rein, weil da wird bestimmt kein Stachelblock sein. Oh, das hat mich jetzt aber überrascht. Aber crazy. Naja, Nikolas, was geht? 2 oder 3, David? 4. Naja, was ich sagen wollte. Paranormale Geschehnisse hier in der Wohnung. Kollege und ich waren letzte Woche dabei, an den Klamotten zu arbeiten. Richtig random. Ja, wahrscheinlich wird er irgendwas umgekickt haben, aber er sagt, nee, hat er nicht. Er hatte so eine Monsterdose hier stehen und die ist einfach umgekippt. Ohne, dass irgendwer diese Dose berührt hat. Also, meine Vermutung ist, dass die Dose irgendwie auf einer Kette stand und dementsprechend halt keinen stabilen Halt hatte. Und ne, der Tisch irgendwie vibriert hat oder so. Aber wirklich, die Monsterdose ist einfach so, nicht so umgekippt, sondern so mäßig. So, wisst ihr, was ich meine? So, dass der Boden weggezogen wurde. Gruselig. Okay. Weiter geht's. Melli! Dankeschön! Für deine Gifted-Mitgliedschaft an. Muffin, dankeschön. Christina, Alan, Welpen, wie schön. Was für ein Welpen. Und Melli, danke nochmal für die nächste Memberschaft an. Luca, dankeschön. Melli, ich frag mich jedes Mal. Why? Ich hoffe, das geht in Ordnung. Aber Rudi, bitte hören Sie jetzt auf. Liebe Dank. Oh nein. Ja, tolle Wurst. Ja, wir kommen ja nicht mehr raus. Ein Zwergspitz. Das muss ich googeln. Zwergspitz. Rudi, Lamborghini! Zwergspitz. Oh mein Gott! Flauschig, wie süß! Alter, ey. Richtig, richtig cool. So. Rudi, Lamborghini! Ich werde nicht mehr. Melli kann es doch nicht sein lassen, oder? Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Melli, dankeschön für die Gifte Mitgliedschaft an Christina. Kian, moin moin. Und Edin! Freunde, warum tut ihr das? Was passiert hier? Eine gifte Mitgliedschaft an. Ich weiß es nicht, ich habe den Namen jetzt nicht mehr gelesen und es ist noch eine gifted Memberschaft an Kian. Melli, bitte. Bitte hören Sie auf. Je mehr du Nein sagst, ja, aber ich habe auch gesagt, mach weiter und dann soll ich mich. Ich sag jetzt einfach Danke. Melli, großes Dankeschön. Soll ich auch was giften? Nein. Jana, moin moin. Nintin ballert auch nochmal eine Gifte draus an Anji. Edin ballert auch nochmal eine Gifte draus an Uachi. Und Melli auch nochmal an Mr. Mehlwurm. Ach, Elio. Uff. Freunde, wirklich vielen Dank für den fetten Support heute im Stream. Dankeschön. Und eine Gifted an Maiko Kaiko, bitte. Ey, be creative, ich weiß es nicht. Es ist wieder so ein Stream heute. Aber warum? Also, ich weiß ehrlich gesagt nie, wie ich mich verhalten soll, wenn sowas passiert. Ich weiß es nicht. Es fühlt sich immer so an, als wenn es viel zu wenig ist, wenn ich Danke sage. Wisst ihr? Und ich sag das nicht nur so. Ich meine das wirklich so.
Und von daher wirklich Dankeschön. Vielen Dank für den fetten Support heute. Ich weiß nicht, was hier passiert. Dieser Clickbait ist rekordverdächtig. Naja, Bro, April, ne? Melly auch nochmal mit einer Gifted an Torge. Das ist so verrückt. Und einfach Stream der Dankbarkeit. Alex, ich sag's dir. Vielen Dank, Friendos. Vielen lieben Dank. So. Jetzt probieren wir Number 4 aus. Okay. Ich glaube, alle Wege sind falsch. Gajiba, ich will's auch nicht wissen. Und dann hätte ich voll das schlechte Gewissen, glaube ich. Melli, vielen Dank für den fetten Support. Und Edin, Dankeschön. Vielen Dank. Ne, an alle, die einfach hier sind. Es ist verrückt. Es ist definitiv verrückt. Sehr verrückte. Olga, warum hier ganzen Tag Daumen nach unten rein spam? Was das? Alla Vanessa auch am Stößel. Ich grüße sie. Okay. Nintin, Dankeschön. Das ist viel zu lieb, Bro. Viel zu lieb. Dankeschön. Alright, wir gehen da mal einen anderen Weg entlang. Es kann nicht sein, dass alles falsch ist. Melli, jetzt muss aber wirklich Schluss sein. Vielen Dank für die Gifted-Mitgliedschaft an Julian. Dankeschön. Von Elio. Elio wird schon irgendwann eine Membership bekommen. Hundertprozentig. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Ja. Melli, alles gut. Das ist, alles easy. Es passt schon. Wirklich. Bitte hören Sie auf. Wenn du bei der Lücke nach unten gehst, ist da was. Bei welcher Lücke? Ich war schon da unten. Ah, der Meister Yoga, ich grüße Sie. Beste Grüße nach Spanien. Das ist so ein Müll. Ich wäre schon längst verzweifelt. Hab dafür leider viel zu wenig Geduld für solche Level. Ja, man kann es verstehen, aber man wächst rein. Alter Caro! Welchen guten April-Joke hast du heute rausgehauen? Okay. Nicht verzagen, Bowser fragen. Ich habe ein paar Dinge. Super Lucky 264 last die qualifizer aus 20 euro es wird so viel gegeben und da mochte ich mich gerne anschließen. Danke für alles. Regler, kein Problem. Michael Kaiko, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Super Lucky to Böller 20 Euro raus mit der Caption. Es wird so viel gegeben und da möchte ich mich gerne anschließen. Danke für alles, Bro. Brudi, ich hab zu danken. Bro, ich hab zu danken. Ich hab definitiv zu danken. Danke für den fetten Support. Ah, warte mal hier. Brudi, Lamborghini. Guck mal, da ist eine Tür. Okay. Super Lucky, du, vielen Dank für die großzügige Spende von 20 Euronen und danke an die ganzen Memberschaften, die gerade reingetrudelt kommen, an die Abonnements. Und Melli, guten Hunger wünsche ich dir. Guten Hunger. Ey, ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Jasmin, ich hab keine Ahnung. Morgen ziehen alle ihre Spenden zurück, April-Scherz. Geil. Butter bei den Fische, das ist letztes Jahr mal passiert. Da musste ich YouTube quasi Geld zahlen oder die haben mir Geld abgezogen. Das habe ich noch nie gesehen. Das war an dem Tag einfach Minus-Euros. Noch nie gesehen sowas. Edin! Danke noch für 2 Tacken. Liebe geht raus an Elio. Ey, dicke Liebe geht hier raus. So, Alter Manu, Abo-Falle. Danke für 9 Monate. Okay. Ist hier irgendwo ein versteckter Key? Leo Tendo, hi. Ah, es war so stupid. Mittlere Tür hätte ich machen müssen.
Manu, wie geht's dir, Meister? Wie nennen wir vor allem unser Kind? Was würdest du sagen, was ist ein guter Name für ein Kind? Also ich finde Alfred immer noch sehr gut. Bin genervt, wieso funktioniert Typi bei mir nicht mehr? Boah, vielleicht mal irgendwie PayPal anschreiben oder so? Oder Typi? Ich weiß es nicht, aber trotzdem vielen Dank, Meister. Und Henry! Würde auch nochmal eine Gifted-Membership an Meister Yoga raus. Gina. Bro, Phil, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich sitze einfach nur hier und probiere seit Minuten dieses wunderbare Level zu beenden. Das ist so verrückt. Gunther. Gunther ist definitiv ein guter Name. Definitiv. Ey, vielen Dank, Freunde. Das ist so verrückt. Danke für alles. Real Talk. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Blausius. Blausius. Blausius ist definitiv ein guter Name. Hans-Peter. Nennen wir es ja. Herbert ist auch gut. Mit Herbert kann ich leben. Gruppensuppe. Ey, das ist. Also, guck mal, ihr müsst euch wirklich nicht genötigt fühlen oder so. Be creative. Danke für 6 Euro. Yassin, danke für 8 Monate. Bald haben wir unser Baby. Bro, ich hab zu danken. Und be creative. Dankeschön für 6 Euro. Junge oder Mädchen? Stimmt. Manu ist Junge oder Mädchen? Ist ja auch nochmal wichtig zu klären, ne? Du sollst sagen, wann OnlyFans. Boah, bald. Dann kommen da die besten Fußbilder, die ihr jemals gesehen habt. Kashiwa, ich weiß auch nicht, warum immer Mario Maker. So ohne Grund. Yes! So, rein geht's in die Tür. Ist es wichtig? Naja, laut einigen Zuschauern schon, Nuri. Alla Lea! Was geht? Moin Moin! Okay, und jetzt? Ich liebe Level, wo man nach versteckten... Achso! Röhren suchen muss. Und jetzt? Oh, geil! Edin, das ist gar nicht so alt. Da hast du nicht viel verpasst. Da hast du definitiv nicht viel verpasst. Lea, wie war dein Today? Achso, das wollte ich nicht. Ah, guck mal. Einer hat schon das Level geschafft. Basti hat das Level geschafft. Okay. Don't make me blush. Was bedeutet blush? Brudi, Lamborghini. Was heißt blush? Was heißt diese? Okay. Alright. Der ist so. Rudi, ich hab Lamborghini! Keinen Plan, was hier passiert. Ah, erörtern. Erörtern. Eröten. Eröten. Rot machen. Erröten. Ach, erröten. Digga, erörtern. Eröten. Rudi, Lamborghini! Eröten, Digga. Let's go. Boah, nee, ich glaube, alle Nickelodeon Arcadi geschaut haben, können keinen Fußfetisch haben. Nee. Lamborghini. Aber da ist irgendwie ein neuer Skandal rausgekommen, ne? Ey, wie gesagt, danke für die ganzen Member-Renos. Mach mich nicht verlegen. Erörtern, Freunde. Erörtere. Ich bin cringe. Was ist der Scheiß? Du steckst mit deinem Namen. Ich bin creative, dankeschön. Gekocht, bisschen aufgeräumt, so bisschen vorne mit einer Freundin gespielt. Jawohl. So kann man den Tag doch gut nutzen. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Sack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. 5,99 Euro. Erröten war gerade dein Endgegner beim Lesen. Erröten. Ich habe das Wort erröten noch nie gelesen. Noch nie. Erörtern. Bring mich nicht dazu, das zu erörtern. Das klingt nach einer Drohung, die so bringen würde. Bring mich nicht dazu, das zu erörtern. Du steckst mit deinem Money. Das ist so. Was ist dieser Stream? Was ist dieser Stream heute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Zack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Ich wusste es. Ich schließe mich dem Ganzen mal an. Ebenfalls einfach mal Danke sagen, kleiner als 3. Gina, vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank. Sind wir nicht am Anfang des Levels? Oh nein, da wurden wir von Hops genommen, Alter.
So ein Jammer aber auch. Edith, Kuss geht raus. Sind Streams wie diese, wegen denen ich abonniert habe? Achso, meinst du mit erröten und erörtern? Die ganze deutsche Sprache erörtern. Was ist das für ein Wort, Digi? Dankeschön, vielen Dank. Wie war dein Tag? Warte, ich komm gleich, ich sag gleich was dazu. Grüß dich mit Apache Profilbild. Apache, bleib gleich. Das ist Goofy jetzt so richtig krachen. Du springst auf Hater und zerfährt sie in Stücke. Da ich kann man, wenn diese Melody-Datei machen, die spammt so grüne Blöcke. Trick und Trax sind noch voll auf den Sack. Du bist ne Ente wie Donald Duck. Digga, dieses Level. Kann mal wer diese Melody-Dateien outen, die spammt Dankeschön. Die grüne Blöcke. Rein geht's. Hier, Dankeschön. Der Nickelodeon-Produzent Dan Schneider soll sehr unangenehm am Set gewesen sein. Viele minderjährige Mädels, auch Jungs, wurden in Serien stark sexualisiert und gegroomt. Ja, weil in jeder Serie kamen ja Füße vor. Der Typ hat hier immer Füße reingebracht, ohne Grund. Alter, nimmt ihn! Hier sind 300 Euro für dich. April, April, das sind 3 Euro. Ganz viel Liebe trotzdem raus. Kriegt weh. Dankeschön für 3 Euro. Dankeschön! Hier kommt noch safe eine Bombe raus. Oh nein, was ein Troll, aber damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es sind nur 3 Euro. Ganz viel Liebe trotzdem rauskicken. Dankeschön! Danke für 3 Euro. Hey! Oh. Ich glaube nicht mehr lange, dann haben wir das Level. Dann müssen wir es, glaube ich, durchhaben. Alright. Die mussten alle immer Füße zeigen. Stark gespielt, danke. Die mussten Füße zeigen. Das ist so. Oh man. Ja, wurde der jetzt angeklagt oder was ist da jetzt noch im Nachhinein passiert? Naja, auf jeden Fall, wie war mein Tag, ne? Freunde, ich ganz entspannt. Ich habe heute Morgen mit Buchhaltungen begonnen. Das klingt spannend, oder? Ich habe heute Morgen erstmal alle Belege und so fürs erste Quartal 24 für Jessie die Süße zusammengepackt. Da freut sie sich wieder. Genau. Dann ging es mit Sefi in Pokémon-Aufnahmen. Haben wir heute ein paar Aufnahmen geböllert. Dann habe ich das Hauptkanal-Video für morgen aufgenommen. Dann war ich Mittagessen, 2 Kanal, jetzt bin ich hier. War entspannt, würde ich sagen, der Tag, war entspannt. Ich habe schon heute schon 7 April-Scherze gemacht, Alter. Der Grind, der April-Scherz-Grind, der sitzt. Wie wäre es mit erbläuen? Eben, das ist erbläuern, erbläuern. Also viel geschlafen klingt super. Ja, safe, 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 safe. Ich find's immer krass, also seitdem ich selbstständig bin, denke ich jedes Mal, ich schaffe viel zu wenig. Obwohl, wenn man so ein bisschen sich alles anschaut, ist es eigentlich schon ordentlich. Aber ich glaube, das ist so etwas, womit jeder irgendwie am Hadern ist. Meister Yoga, Gifted Membership, Dankeschön. Mann! Oh, Digga, nee, Digga, Buchhaltung, hör mir auf, ich muss auch mal wieder kümmern. Buchhaltung macht Spaß. Buchhaltung ist gut, diese. So, es gibt auch von Ariana Grande eine verstörende Szene für ein Teenie-Mädel im Nacht. Was ist da passiert in der Szene? Wann schaffen wir dieses Level, by the way? Ich will das Level mal beenden. Klar, ist cool und so, ne? Na, verdammt. Komm nochmal zurück. Putz. So. Ah, da willkommen, David. Hab dich deabonniert. April, April. Ich wäre fast drauf reingefallen. Dankeschön für 3 Euro, Florian. Ich hoffe, du hast einen guten Tag. So. Würde ich am Ende kein Geld kriegen, würde ich mir das niemals antun. Ja, du, es gehört dazu, ne? Buchhaltung, Bürokratie, das Übliche. Gibt's wieder eine 25-Minuten-Grenze? Normalerweise sage ich immer 20 Minuten, aber die Grenze existiert nur, wenn ich sage, yo, das Level würde ich auch in 2 Stunden nicht schaffen. Ich bräuchte mehr Zeit dafür. Ne, um nicht zu lange an einem Level zu hocken, auch wenn das hin und wieder passiert. Aber ich habe eh das Gefühl, dass ihr inzwischen es mehr mögt, wenn ich halt ein Level zu Ende spiele, statt es irgendwie abzubrechen. Und das finde ich auch irgendwo cooler tatsächlich. Okay. Putz. Und rein. Alter, wie creative so eine Szene gibt's. Ich find's halt krass, weil als Kind hinterfragt man sowas halt nicht. Also als Kind wäre da... Guck mal, es gibt auch so eine Sadomaso-Szene bei SpongeBob. Wo SpongeBob Patrick so ans Bett fesselt und so Lederklamotten und so trägt. Wer denkt denn als Kind über so eine Szene nach?
So, rein geht's. Wie findest du es? Ja, ich find's, Melatonin, ich find's cool. Ich find's cool. Ein paar zu viele versteckte Blöcke. Also ich find's immer so viel zu random, wenn man nach versteckten Blöcken suchen muss. Aber ansonsten cool. Shadow, was geht? Moin, moin. SpongeBob war eh ein Fiebertraum. Hundertprozentig, hundertprozentig. Dark, was muss, es muss, ne? Was muss, es muss. Ich gehe jetzt, einen schönen Tag. Alles klar, Pascal, einen schönen Abend wünsche ich dir. Das erklärt einiges. Benny, ich glaube, das erklärt echt einiges, Maestro. Alter, diese Katze ist so gut. Ah, Nova, da vergleichst du aber gerade, ne? Boah. Äpfel mit Birnen. Nein! Oh Mann! Dieser Bum-Bum-Fight! Boah! Junge, Junge, Junge. Soll nicht auch irgendwie Britney Spears Schwester von dem schwanger gewesen sein? Warte, wer? Britney Spears? Hit me baby one more time bekommt dann eine ganz andere Bedeutung. Scheibenkleister. So, aber dir geht's gut. Ach, überarbeiten tue ich mich niemals. Just a mid things. Ne? Bewohnende Leidenschaft und Lebensfreunde. Du, das Leben ist kurz und dementsprechend muss man alles genießen, ne? Und das versuche ich euch immer wieder so zu zeigen und in die Welt rauszutragen. Muffin! Kuss! Bitte alle mal den Osterstream liken. Danke, David. Muffin, dankeschön für die erste Superchat. Sonja 281 last die qualificeer aus 20 euro danke voor die rilden Mario Maker montage. Immer rein vergnügen, einmal voor die dame die dit verdampt nog mal kaufen kan steun SMIT deinen friend spielst kus. Sonja, dankeschön für 20 Euro. Danke für die Rilden Mario Maker Montage. Immer ein Vergnügen. Einmal für dich, damit du dir verdammt nochmal kaufen kannst und es mit deinem Friend spielst. Kuss. Phil, kannst du nochmal das Kartenspiel verdammt nochmal aufschreiben? Oder mir auf WhatsApp schreiben, sodass ich das endlich mal bestelle? Ey, vielen Dank für 20 Euro, Sonja. Crazy. Super großzügige Spende. Vielen Dank dafür. Und jetzt schaffen wir dieses Level. Ansonsten cringe. Gerne mehr davon. Caro, bitte nicht, bitte nicht. Aber Caro, wie ist denn das mit deiner aktuellen Wohnsituation jetzt? Ja, ja. Das ist so verrückt. Was ist los? Ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Kriegputz abgefuckt. Ich weiß echt nicht, was los ist. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Muffin, vielen Dank für die erste Superchat-Nachricht. Dankeschön Muffin für 10 Euro. Muffin hat schon damals die Kripus ABGF Sternchen CKT 10 Euro. Verrückt. Bitte alle mal den Osterstream liken. Danke, David. Dankeschön. Zwei, komm schon, und jetzt die drei. Ja. 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 Let's go, da ist es. Nach 27 Minuten. Florian ist ein Let's go. 3 Euro. Florian, dankeschön für 3 Euro. April, April. Ich wäre fast drauf reingefallen. April, April. Dankeschön für die GGs, Guys. Dankeschön. Natürlich ist Bowser wieder Erster. Wundert mich nicht. GGGGGG. Junge Bowserino. Versteuere alles und lege es doppelt an. Kriegst mehr Zinsen, mehr Zinsen. Bist der Beste. Und da kannst du meine vorletzte Nachricht lesen, so auf süß. Hab leider kein Geld mehr. Du, Florian, ey, kein Problem, Mann. Versteuere alles und lege es doppelt an. Kriegst meine Zinsen, ne Zinsen. Der Zinseszinseffekt, Meister. War das die vorletzte Nachricht? Okay, bam, we made it. Dankeschön für die GGs. Dankeschön. Okay, next level. Das war ein gutes Level, kann man, glaube ich, mal so sagen, ne? Weiter geht's. So. Alter, King LT, mir geht's hervorragend, wie geht's dir? Aprilscherze sind auch mitunter die besten Erfindungen, die die Menschheit hervorgebracht hat. Wisst ihr, was ich immer so krass finde? Die Entwicklung der Menschheit. Ne? Wenn man sich die Neandertaler damals anschaut, zu dem, was wir heute sind, also allein, dass wir in der Lage sind, sowas wie Humor zu haben. Das ist so verrückt, dass wir einfach Humor haben, Kultur.
Also, ich denke manchmal drüber nach, also ich vergleiche uns mit Tieren und denke mir so jedes Mal, WTF, ist das krass. So, komm mit Herz, David, würde ich gerne mit Wein unterstützen. Sonja, wie gesagt, vielen Dank. Freut mich, dass die Montage dir so krass gefallen. Da muss die Tradition auf jeden Fall weiterhin erhalten werden. Kannst du mal Hades spielen? Was ist Hades für ein Game? So, where's the goal? Ach du heilige Makrele. Von Rensbrick, can you find the goal? Hoffen wir mal, dass wir, ne? The goal finden. Wale haben auch Kulturen. Und oder Religion. Woran wird das festgemacht? Erreiche das Ziel als Feuer, Mario. Wir machen irgendwelche Laute, die wir als Sprache kennen und lachen darüber. Das ist so, wie gesagt, ich finde es jedes Mal sehr faszinierend, dass sowas möglich ist. Hier kommen wir nicht mehr. Ja. Oh nein, das war ein Troll. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja. Reed. War hier was drin? Ein Pilz war hier drin, ne? Ach nee, da wollte ich gar nicht rein. Das ist doch safe ein Troll. Oh, sieht gut aus. Alles klar, Leon. Vielen lieben Dank, ne? Und viel Spaß beim Duschen oder so. Haben Sie Spaß? Hallo. Bakterien gerade so von wegen, wir haben keine Kultur. Das Level ist unmöglich, du musst es als Feuer Mario abschließen, aber du spielst als Toadette. True, denk mal drüber nach. Rutsch nicht aus, ich probier's. Beim Duschen sowieso. Ey, ohne Scheiß, das passiert mir richtig häufig. Jedes Mal, wenn ich mache immer denselben Fehler. Jedes Mal gehe ich in die Dusche und rutsche dabei fast aus und denke mir jedes Mal, boah, wäre ich jetzt ausgerutscht? Guck mal, imagine. Ich will natürlich keinem Angst machen, aber mit dem Gedanken spiele ich jedes Mal. Ich gehe duschen, rutsche aus, schlag mir den Kopf an, bin bewusstlos. Keiner ist da. Was passiert? Ich liege dann einfach rum und werde angeduscht. Okay, wofür diese nach links? So, du doch nicht. Ja, achso, oh nein. Okay, da wurde ich jetzt Hops genommen. Ernst? Ja, das passiert mir fast jedes Mal. Ich brauche so eine Duschmatte. Das wäre, glaube ich, eine gute Investition. So eine Duschmatte wäre, glaube ich, ganz gut. Oh, vielleicht da oben rein. Julie! Wie oft rutschst du in deiner Dusche fast aus? Ich würde sagen, jedes zweite Mal, wenn ich reingehe. Das ist aber wie so eine Fliege, die immer gegen die Fensterscheibe fliegt. So, Julie, vielen Dank für die 6 Euronen. Möchte einfach mal Danke sagen dafür, dass du uns sehr gut produzierte Unterhaltung bietest. Bin froh, Teil dieser süßen Community zu sein. Julie, Kuss geht raus, ne? Vielen Dank für die lieben Worte. Danke für 6 Euro. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich lieg einfach rum und werd angeduscht. Irgendwie fasst dieser Satz dieses Team viel zu gut zusammen. Ey, es ist einfach too much heute. Es ist Melanie Leitner, Jens, dankeschön. Oder so ein Fallsensor für ältere Menschen. Oh. Boah, Kai, kannst du mir zum nächsten Geburtstag sowas schenken? Bluto springt auf Hater und zerfetzt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Verdammt, beglücke. Trick und Track sind noch voll auf Zack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Skirt. Da muss ich hin, vermutlich. Dass du uns sehr gut produzierte Unterhaltung bietest. Bin froh, ein Teil dieser süßen das geht. Bam! Julie, dankeschön für die lieben Worte, ne? Sophie Marie, ich grüße dich. Dank, Gigi, dankeschön. Tu das nie wieder. Ey, ich werde nicht mehr. Okay. So. Wie. 7 Sekunden? Es muss noch einen anderen Weg geben, oder? Es gibt viele Wege. Viele Wege führen nach Rom. Gänsehaut. Besser als Gänsevorhaut mit F. Okay, let's go.
Hast dein Leben nicht mehr in der Kontrolle? Der Streamplan war noch nicht da. Nee, der Streamplan ist nicht da, weil ich noch auf Lino warte tatsächlich, weil ich mit ihm diese Woche Mario Kart streamen möchte am Mittwoch. Und er meinte, er kann mir erst morgen Bescheid geben. Deswegen warte ich morgen auf die Rückmeldung und mache dementsprechend den Streamplan. Jens de Cilia, danke für 5 Euro. Ey, frisches Abo und direkt ein Superchat hier rein. Vielen Dank. Und yo, what? Peppi, ich grüße Sie. Bro, Niklas. Danke für 60 freaking Euro. So, jetzt ist die Zahl auf dem Konto wieder gerade. Bro. Hier für die kleinen Timmy-Vibes. Kannst du so nehmen oder es beim Zufall lassen? Deine Entscheidung, Schnurzipuh. Niklas, vielen Dank für den fetten Support. Für 60 freaking Euro. Leider muss ich sagen, ne, wir müssen es beim Zufall belassen, Maestro. Ne? Also ich werde weiterhin mein Google-Formular hier auswählen und nach Leveln suchen. Aber Dankeschön für den fetten Support. Das ist super krass von dir. Ne? Vielen Dank. Mach weiter mit den Debs. Das gibt... Meint, ich soll mir den Panda wieder rausholen? Panda, Panda. Dankeschön. Okay, wir machen weiter. Niklas, Dankeschön. Ne? Vielen Dank. Kann es sein, es ja zweimal reinmachen. True. Aber ich kann kein Level einreichen. Dankeschön. Lass den Pender da, wo er ist, bitte. Warum? Findet ihr es etwa unangenehm, wenn man deppt und dabei Pender macht? Liest du DMs? Ja. Ich habe heute wieder ein paar DMs beantwortet. So. Mein Problem ist, ich habe noch super viele DMs aus dem Oktober. Ich komme da aber nie hin. Weil mein Handy nicht mehr so viele Nachrichten lädt. Deswegen muss ich am PC jetzt die beantworten. Also auf Instagram zum Beispiel. So, KH5YKT LSF. Ist der Level der Bauer, der Bauerin hier? KH. Ah, nee, K5H. Ich Vollidiot. Okay. Read. 5H. YKT. Und L. Z. Was hast du heute so gemacht? Aufgenommen, Buchhaltung. Ist das jetzt Real Talk? Bro. Bro, was? Hä? Digga, das ist wirklich Zufall. Was? Ey, Real Talk. Guck mal, ich kann es euch zeigen. Kein Scheiß. Guck mal. Ich verarsche euch nicht. Das ist ja... Das ist doch... Ich verarsche euch nicht. Guck mal. Hier. Warte mal. Bildschirm. So, ja geil, das ist der Bildschirm. Ja, wir scheißen mal auf den Ticker da unten. Guck mal. Ich zeige euch mal, wie das bei mir aussieht, ne? So, Primärbildschirm. Guck mal. Hier, ich klicke einfach so random irgendwo hin. Beispielsweise hier. Level 18. Okay? Das Level ist hier 23. Das Level ist hier 56. Und hier scroll ich einfach random immer herum und klick was an. MC Mickey, step the mic. Ich bin cringe. Was denn Scheiß? Du steckst mir deinen Money in den Rachen? So, was passiert hier? Jens, danke schön, Julie. Und Niklas, danke für 60 Euro. Da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll Luft, zack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Also ihr könnt es mir glauben oder nicht, aber ich glücke immer wahllos drauf. WTF. Okay, Bowser ist der Drahtzieher. Stellt eure Fähigkeiten auf die Probe. Betrug, würde Domi jetzt sagen. Es ist aber wirklich kein Betrug. Gibt's keine Beweise, nur Vermutungen. Okay. Lol. Was ist Buchhaltung? Boah. Soll ich es dir wirklich erklären oder willst du noch ein paar Jahre auf diese Schreckensarbeit warten, Meister? Hat heute auch einen Haufen Papierkram. Das ist so, es ist so nervig. Auch immer, wenn ich länger nicht zu Hause gewesen bin und dann wieder in den Briefkasten gucke, ne? So, warte mal. Bowser ist der Drahtzieher. Achso, Timer. Dankeschön. Erklär's nicht. Ja, nee, ich erklär's nicht. Ist gut so, dass du es noch nicht weißt. Das ist gut so. Okay. Keine Gewährleistung auf Qualität. Ja, kein Problem. Hat auf jeden Fall schon mal eine niedrige Abschlussrate, ne? Alla Ninti, dankeschön für den Euro.
Okay. 3D World ist ein richtig geiles Game. Mario 3D World ist richtig, richtig cool. Verdammt. Welcher Bowser ist der Drahtzieher? Der von Mario oder unser Bowser? Ich glaube, der von Mario. Chris hat zum ersten Mal in den Briefkasten geguckt. Ah, Sophie, bist du länger nicht zu Hause gewesen? Das macht doch immer Spaß, oder? Das macht immer wieder Spaß. Willst du fühlen, wenn du wieder versehentlich auf meinen kryptischen Code stolperst? Hast du wieder einen kryptischen Code eingesendet? Ja, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gehört dazu. So, geil. Wie dein letzter Stream? Was? Odin, guck mal aufs Datum. April, April. Ich find's geil, wie viele Leute drauf reinfallen. Feier ich. So. Okay, weg mit dir. Boah, ein Pilz wäre eigentlich noch ganz... Bro, really? Okay. So, schaffen wir 350 Likes. Alter, dankeschön. Ich hab mich vorhin mit einem Kumpel über Gegen Dings Eiscreme unterhalten. Das kommt beim nächsten Werbung. Es ist so geil, wie schnell das immer geht, ne? Zerks. Dankeschön für die frische Memberschaft, Meister. Vielen Dank. Und viel Spaß mit den wunderbaren Slay-Emotes. Verdammte Kacke. Ich dachte, das ist der 2.4. Noch nicht ganz. Ah, lol, hat den Stream-Titel noch gar nicht gelesen. Oh, Caro. So eine bist du also, ne? Merke ich mir. Moin. So. Alter, Judy. Dann, habt ihr ja wirklich Ahnung zu Hause vom Thema. Wie findest du die neue Fortnite-Season? Ja. Gut, ne? Ich habe diese Season noch gar nicht so viel gespielt. Ich kam bisher nicht viel dazu. So, zwischendrin habe ich mal wieder ein, zwei private Runden gespielt. Das wird weniger. Wir müssen mal wieder... Wir streamen diese Woche irgendwann Fortnite. Oh mein Gott, Fortnite! So, bam. Okay, wo führt diese ominöse Schlangenblöcke hin? Wenn sowas ist, lesen sie alle den Titel, diese... Ja, ich sag's dir. Vielleicht muss ich das immer reinschreiben. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Das ist immer der größte Abfuck-Moment im Club, wenn das wieder passiert. Oder wenn im Club wieder low läuft. Low, 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 low. Ich gehe gar nicht mehr runter, ich habe keinen Bock mehr darauf. Okay! Niklas! Jetzt kommt noch scheinbar wirklich auf einer geraden Zahl. April, April, würde ich sagen. Niklas, danke schön für 6 Euro, Broski. Vielen Dank, Uppala, für den fetten Supporterino. So, Mittelflagge, richtig und wichtig. Geil. Evil David Love einfach, ich sag's dir. Alle gehen runter, aber ich nicht. Ist das richtig? Vermutlich. MC Mickey, stepped on's mic. Ich bin cringe. Was denn Scheiß? Niklas, danke schön. Und Pokémon-Fan, danke für dein Abo. Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Melli, ich hoffe, das Essen hat hier gemundet. Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Oh, hi, Bowser. Du bist der Drahtzieher, habe ich gehört. Ich glaube, die Alerts sind viel zu laut, oder? Jetzt ist der Kontostand aber wirklich auf mehr geraden Zahlen. Okay. April, April oder so. Dankeschön! Ich wurde heute eigentlich schon von meiner Schwester reingelegt, hatte eigentlich vor, heute nichts zu glauben. Ja, aber es ist passiert. Warum müsste die Röhre nicht ultra heiß sein? Naja, ich weiß nicht, auf was für ein Material die ist. Ninti, Kuss! Geht raus! Uh-oh. Ah! Schmutz, Digga! So, erste Linie, jetzt weiß das wieder. Ne, haben einige. Hab ich heute selber. Irgendwann ist mir aufgefallen, so, oh, Moment mal, heute ist der 1. April. Alter, John Zapdos, danke für 5 Monate, du geile Sau. Dankeschön! Und Richie, moin, moin. Ich habe ihn verstanden, der Alert war zu leise. Ah, Alert muss ja nicht schmecken, muss wirken. Okay, das stimmt schon. Das ist. Game Design. So, ich habe heute im Stream sind mindestens 7 Synapsen bereits geplatzt und ich bin cool damit. Ja, Marc, alles gut, das gehört dazu. Also normalerweise kommen nicht so viele. I'm sorry for that. Aber sie müssen wirken. Nur 7? Ja, vielleicht auch 7,5, Moment. Bowser kommt ja direkt hinterher, das Schlitzohr. Brr. Ein Pilz wäre geil gewesen.
Dankeschön. Okay, was nun? Hi, Bowser. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Das wäre voll lieb von dir und so auf süß. Ha, ist da noch ein zweiter Bowser? Ach so. Ich verstehe. Ach so, au. Yo, Showdown. Komm mal hier hin, bitte. Ich glaube, ich muss irgendeinen von denen eliminieren. Genau. Bitte bleib hier und geh nicht weg, okay? Geh nicht weg wie mein Vater, der Milch holen und so. Ja, okay, den Witz haben wir schon 100 Mal gebracht, aber ist immer noch lustig. So hihi, haha. Okay, kann noch einer bitte hier hinkommen? Katzenbowser, Biele. Yeah, let's go. Oder waren das zwei? Oder war das nur einer? Uiuiuiuiuiui. Julie, bis später. Bowser, ich habe keine Ahnung. Das muss dir Niklas beantworten. Kennst du nicht Biele Biele? Was ist Biele Biele? Nee, ich kenne das nicht. Ist das nur ein TikTok-Trend? Immer wenn ich was nicht kenne. Ist das ein neuer TikTok-Trend? Pokémon-Fan, moin moin. Egal, wir hatten eine Mittelflagge. Hab ich erst von circa einem Monat entdeckt, aber deine Videos sind immer der Hammer. Schau deine Videos und Streams richtig gerne. Ala Celine, dankeschön. Schau's ja auf YouTube an, Biele Biele. Ist das relevant? Braucht man das, um kein Kulturbornaune zu sein? Ach komm, das Schwiegertochter gesucht. Als Kind habe ich das gerne geguckt. Das war cool. Schon wichtig, ja. Boah, ich würde aber auch in einen Reiswolf reinspringen. Muss man den kennen? Warum kommt nie wieder Among Us halt ein Sieg? Kommt doch irgendwann. Kannst du nicht sagen, dass es nie wieder kommt. So, aller kleinen Dampier. Erster Sieg im Halbfinale heute Gold beim Eishockey. Jawohl, let's go. Ich will auch irgendwann mal ein Eishockeyspiel sehen. Stell mir das eigentlich cool vor. So, wir sind jetzt 400 Zuschauer. Alter, Freunde, was geht bei euch? Ehren alle, die bei diesem psychotischen Stream rumschimmeln. Kuss. Yippie-yay, Schweinebacke. Okay, ich glaube, das Level ist zu Ende, ne? Es müsste zu Ende sein. Komm nach Berlin, Dicker. Ja, let's go. Eishockey ist mega nice. Das Level ist immer noch nicht zu Ende. Ah, verdammte Kacke. Okay, einmal bitte neu starten. Danke. AMG, ich grüße dich. Oi! Das wäre jetzt böse gewesen, noch am Ende mal zu verrecken. Wo führt mich diese Tür hin? Durch geht's durch die Tür. Julia, ich grüße dich. Danke für 5 gute Mitgliedschaften. An Alex, Sonja, Pokémon-Fan, Schleimi und Sameraldo. Vielen Dank, Brawlball, ich grüße dich. Boah, Niklas, schon so ein paar Schmerzen. Alter, Sonja, let's go. Rein mit den Emotes. Fantasia, ne? Vielen Dank für den fetten Support und nochmal 5 gute Mitgliedschaften. Freunde, ich muss mich heute Nacht erstmal von dem Stream erholen oder so. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ey, das ist so verrückt. Wenigstens habe ich das Ziel schon mal gesehen, ne? Wenigstens. Fantasia, dankeschön. Zack, 2. Einmal rüber. Nochmal rüber. So, rein geht's. Na, hier dachte man, oh mein Gott, das Level ist zu Ende. Und dann wurde man geprankt. Leider. Random kein Problem. So. Bam, 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 bam. Let's go. Kommen wir später wegen Schule. Kein Act.
absolut kein Act. So, was ist deine Meinung zu einem neuen... boah, stimmt, ich war heute... Das sind wieder die Informationen, die man braucht. Ich war heute richtig... Oh, das... okay, ich will nicht ins Detail gehen, aber ich war heute gut auf dem Klo. Ort der Inspiration, sage ich mal so. Und hab da eine stabile Runde Clash Royale gespielt, ne? Geil. Und da ist mir aufgefallen, dass es neue Tower gibt. Weiß nicht, ich hab mich heute beim Spielen böse abgefuckt. So ein bisschen, muss ich sagen, ne? Let's go! Da ist das Ding. Bam! Geile Story, danke. Ich erzähle immer sehr, sehr gerne von meinen Clash Royale Klo-Geschichten. Christian, danke schön. So. Schleidi, kriegst du hin, Meister. Kriegst du hin. Das wird gut werden. Ne? Immer positiv denken. Ich musste, um einen Film zu gucken, meinen Standort auf Amerika ändern. Und ich habe mir gerade eine Pizza bestellt, um den Standort zurückzuändern. Dann wurde ich angerufen, in welchem Zelt ich bin. In welchem Zelt du bist. Celine, morgen wieder arbeiten. Kriegst du hin. Kein Problem. Easy. In Köln ist die größte... Wo ist denn Köln? Die Eishockey-Arena. Wo? Ja, moin. Junge, Yassin, wie geht's dir, du geile Sau? Leider kam das Gewitter nicht mehr hier rüber. Und ich bin nicht erfreut darüber. Okay. Ah ja, Julia, ich hoffe, du bist verkehrstechnisch heute gut durchgekommen, ne? War ein gutes Level. War ein Level. Ende vielleicht ein bisschen frustrierend, aber alles in einem cool. Okay, weiter geht's. Zu der Betrugsserie. Ich muss Sefi anrufen und wir müssen auf die Couch. Dann gibt's wieder ekelhaften Real Talk. So, 6PT, XM3. Den neuen Red Bull habe ich noch nicht probiert, nein. Der ist auch wieder mit Zucker. Das ist nicht so gut. WKG. Aber wenn ich den mal irgendwo sehen sollte, werde ich ihn probieren. Was für eine Sorte hat der neue? Frankfurt Eishockey auch gut. Hier ist so Schmutzwetter. Ich wünsche, hier wäre auch... Ja, okay, hier ist auch schmutziges Wetter, aber ich mag das sehr, sehr gerne. So, Sushi Chicken, frohe Ostern. What's poppin'? Bin jetzt weg, gleich gibt's lecker Essen in der Moschee und dann wird noch gebetet. Ey, Yassin, ich wünsche dir einen richtig guten Abend, ne? Guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Das heißt nicht Real Talk, das heißt Real Talk. Kuruba Holunder Blüte. Okay. Holunder Blüte Kurkuma. Kamex Rache, Kamex Rache, wo ist das Ziel? Von MKRV. Okay. Dann gucken wir uns mal an, wo das Ziel hier ist. Wo ist das Ziel? Eben war es doch noch hier. Bitte sing nochmal Oggi und das Oggi, das Oggi und die Kakerlaken-Theme. Seu, 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 seu. Junge, der zaubert einfach das Ziel weg. What the heck? Wolfe, Hals hat gerade auch Rudi, Lamborghini. Den Schuh gemacht, so wie Kanye. Dankeschön, Fantasia. Vielen lieben Dank für die Memberschaft nochmal, ne? Kuss geht raus. Okay, es sind viele Sachen passiert. Rudi, Lamborghini. Und jetzt? Na, wo ist das Ziel? Gänsevorhaut. Okay. Rudi, Lamborghini. Berlin rasiert die Saison wieder. Crazy, dass es so eine Eishockey-Community gibt. Ja, was soll ich denn tun? Rudi, Lamborghini! Brauche ich ein Item? Ich geh nochmal, ich fange nochmal neu an. Dankeschön! Oggi und die Kakerlaken will wohl nie wieder verschwinden. Ist ja auch eine Legende. Rudi, Lamborghini! Serie! Lamborghini, dankeschön! Musste statt 4 Stunden 6 fahren und ich hatte die Tage so Magenkrämpfe, mit ins Brot zu Hause zu sein. Heimscheißer, letzte halbe Stunde Qual. Boah, ja, also, ne, es gibt viele, die das haben. Ich persönlich nicht. Phil ist zum Beispiel auch so einer. Ich bin sehr froh darüber. Aber ey, welcome home. Home sweet home. Pilz. Ja, sowas wie ein Pilz wäre nice, ne? Aber wo? Wo ist hier ein Pilz? Ist das RNG? Muss ich am Anfang von Kamek auf einen Pilz hoffen? Ich habe dazu immer Gänse-Vorhodenhaut gesagt. Das hat ein Erzieher mir gesagt. Ja, und was Erzieher sagen, stimmt, ne? Ja. Okay. Ist hier vielleicht irgendwas am Anfang? OMG, I love the Emotes. Ja, Schleimi, viel Spaß damit. Hey. Ah, Vanessa.
Wenn jemand so das erste Mal die Emotes testet, ist es in Ordnung. Das darf man ruhig reinschreiben. Das muss man nicht sperren. Aber Vanessa, danke für den Job. Danke geht's. So. Für die Haut. Ich darf da nicht ranspringen, aber was soll denn da passieren? Okay. Was für ein Mechanismus ist da drin? Linkaru, moin moin. Also wenn man arbeiten geht, dann ist der schlimmste Tag der Woche zumindest vorbei und das ist für mich der Montag. Aber Bro, das ist halt immer, ist Ansichtssache. Also prinzipiell ist der Dienstag ja genauso beschissen wie der Montag, so gesehen. Ja, das ist alles, also ist wirklich alles Ansichtssache. So, gebt dem Montag auch eine Chance, Freunde. Also im Prinzip ist ja morgen Montag, so gesehen, ne? Erster Tag der Woche. Zumindest, wo man was machen muss. Okay. Was ist meine Mission? Irgendein Pilz? Spielst du Brawl Stars? Nein. Es ist nicht der Montag, es ist dein Job. Ja, es ist... Klingt hart, ne? Aber ja. Also man muss es schaffen, dass jeder Tag der Woche sich gleich anfühlt. Also gleich gut. Du musst wie töte ich denn Carmack? Carmacks Rache. Okay. Montagskönig kotzen, hat Alf schon gesagt. Hey, let's go! Darauf habe ich gewartet. Ja, Alf hatte nicht mit allem recht. Bist du sauer auf Phoebe? 24-7, ja, klar. Bist du sauer auf Phoebe? Ja, wow, hat nichts gebracht. Bro. Okay. Komm mal wieder Super Mario Odyssey Hide and Seek Videos. Ja, musst du Hübi fragen. Ach, Digga, du kannst sie ja gar nicht durchwerfen. Hä? Schulze, einen wunderschönen guten Tag. Muss ein Koopa mitnehmen. Ja, ist die einzige Lösung. Aber ist halt RNG, ne? Ja, guck mal, jetzt habe ich verkackt. Weiter geht's. Zübi, dein Bruder? Er ist mein leiblicher Vater. Er ist mein Erzeuger. Geht auch nicht. Okay, Neustart. Das Level ist mir zu hoch. Ich sag's dir. Hey, let's go. Also, wenn das nicht funktioniert, keine Ahnung. Okay. Okay. Nein, das war wirklich die Lösung. Okay, ich checke wie. Föno 42 Göller. Danke für dein Abo. Wir brauchen dieses Viech hier. Auf süß. Gehen hier durch. Okay. Bam. Wir brauchen das Ding da. Machen diesen hier. Das Ding kommt. Jetzt können wir hier durch. Auf süß. Jawohl. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Wer hat den Fernseher kaputt gemacht? Okay, was passiert jetzt? Ist das wieder RNG? Das könnte RNG sein. Was ist passiert? Ich traue dem Pfeil. Ich habe den Pfeil getraut, tun, gehaben, haben, sein, werden. Plus Quam Perfect 7. Okay. Guck mal, wo wir sind. Aber hier ist der Dad, oder? Was ist hier? Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Das war der falsche Weg, wie es scheint, ne? WTF. Okay. David hat nicht Keks geklaut, da er noch nichts Süßes gegessen hat. Psst. Aber ich liebe diesen Song, weil ich jedes Mal an die Oberstufe denken muss. Hab die Story auch schon ein paar Mal erzählt, aber für die Story nicht kennen. Nintendo Saturi, leider ist es mein letzter Stream. Hast richtig gelesen. April, April, ja! So, ne, guck mal hier. Ne, Kurzfassung von der Story. Oberstufe. Oberstufe waren unsere Räume immer aufgeschlossen. Bis zu dem einen Tag im Deutschraum im Oberstufengebäude gab es so einen riesigen Plasmafernseher.
Und irgendwer hat wohl in irgendeiner Freistunde diesen riesigen Plasmafernseher einfach zerkratzt. Ach, Digga, ich glaube, da unten ging es weiter, kann das sein? Einfach zerkratzt. So, bam, mit einem Schlüssel oder so. Und da hieß es dann immer so, die Schulleiter, ja, der oder diejenige, die das war, bitte meldet euch, wir werden dich sowieso bekommen. Ja, mein Gott, als ob man ihn bekommen wird, ne? Und dann, Kollege, mein Abi-Homie und ich saßen dann immer im Flur mit allen anderen aus dem Abi da. Und immer, wenn ein Lehrer vorbeigegangen ist, haben wir immer dieses Lied gesungen. Wer hat den Fernseher kaputt gemacht? Immer so einen random Namen gesagt. Chantal hat den Fernseher kaputt gemacht. Egal, ich höre auf, eine Kacke zu reden. Wer hat den Fernseher kaputt gemacht? Hey, let's go. Das hat mich an dieses Kinderlied, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, ich glaube, das ist dasselbe, oder? Eva, es ist immer die Chantal, Freunde, ich sag's euch. Was geht bei dir da oben? Er chillt. Wer, ich? Nein, du. Wer dann? Wer hat den Fernseher kaputt gemacht? Aber wer war's nun? Keine Ahnung, wer es war. Ich, um was will denn? Nein, nein. Also, ich hab den Fernseher nicht kaputt gemacht. Was passiert? Wozu ist das da? Ah, okay. Ah, Bingo. Doch nicht Bingo. Also, wer den Fernseher kaputt gemacht hat, ist bis heute ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Okay, so, komm nochmal zu mir. Hallo? Hallo? Okay. Wir schaffen es rüber. Let's go. Doch wozu haben wir diesen Helm? Oh! Um durch die Pflanzen zu kommen. Wer hat das Mayo-Glas am Samstag über 130.000 Mal angeklickt? Ja, Schulze wahrscheinlich ja. Aber es hat sich tatsächlich niemand gemeldet. Es gab immer ein paar Theorien im Jahrgang, wer es gewesen ist, aber es gab keine Beweise und keine Beichten. Okay. Habe ich verkackt? Ich glaube ja. Bro, dieses Level. Wirst du wieder bei der Sparkasse arbeiten, wenn das dein letzter Stream ist? Ja, also ich werde jetzt auch nebenbei Zuhälter tatsächlich. So für Girokonten, müsst ihr wissen. Online-Banken. A la Felix! Was für ein Film seid ihr gewesen? Cool, cool. Okay, Zuhälter für Türen, genau. Wo geht's da lang? Ich check dieses Level nicht. Echt, kann man nicht buchen? Ja, also nur für Girokonten, Bro, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Nein, oh Gott! Melli waren aber leider nicht sehr lecker. Haben Momo und David gebacken? Wir haben noch nicht gebacken, ne? Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Er hat gerufen, bitte verlass meine Küche. Du machst alles kaputt. Da habe ich geweint. Der war schlecht. Ja, wie die Sachen in meiner Küche, aber trotzdem droppe ich die Witze. Probier mal was anderes. Arbeite halt bei der VR-Bank. Ah. So, Virtual Reality heißt das, ne? Dieses neumodische Zeug. Bam. Let's go. So, heute voll der Leader-Stream. Heute haben wir viele Leader-Streams. Nein, ach Gott, verdammt. David macht jetzt den Weg, letzter Stream für unbestimmt. Eben. Ich gehe jetzt auf eine spirituelle Reise demnächst. Boing. Chantal im Chantal im Märchenland. Wie war der Film? Der soll sehr stumpf sein, habe ich gehört. So, wie geil wäre ein Kommando für den Nightbot? Name hat dir die Kekse aus der Dose geklaut. Benny? Benny? Na, wenn du Zeit haben solltest, so auf süß. Du Cutie. So, du sollst all dein Geld im Fortnite investieren und Videos machen, welche Skins du alle hast und dabei ganz seriöse Gewinnspiele. Ah, so ein Gewinnspiel mit ich verlose 500.000 Euro im Bar. 700 PlayStation 5s, 100 Rolex-Uhren und dafür müsst ihr nur diesen 700 Instagram-Accounts folgen. Ja, Mann. Spirituelle Wanderung über den Davidsweg. Ich glaube, das wird gut werden, vermutlich. So, was muss ich ich habe verstanden. Ich habe verstanden, glaube ich.
Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. By the way, also, ja, man kann grob sehen, was hier passiert. Okay, hallo? Hallo? Nur 700 Accounts? Ich verlose 30.000 V-Bucks, wenn ihr einen Skin nennen könnt, den ich nicht besitze. War ja wieder klar, dass Fortnite mich ablenkt. Und dann Follower holen und die ganzen Stories und Beiträge löschen. Richtig. Man muss ja irgendwie die Instagram-Follower farmen. Hast du alles im Kopf, diesen Animationsfilm? Im Juni kommt einfach der zweite Teil. Nein. Ich habe gehört, dass der Film gut sein soll. Ich habe den ersten aber nicht gesehen. Würde eigentlich Zeit, dass das passiert. Update in 6 Monaten auf süß. Update wofür? Hilf mir auf die Sprünge wie ein Sprungbrett. Dankeschön. Nein! Oh Mann, oh. Christopher, ich grüße dich doch. Einen wunderschönen guten Tag. Will bald Fortnite im Mario Maker machen. Würde ich fühlen. Melli, danke für alle 19. Dankeschön. Geil. Ja, Alex, kein Problem. Hübi-Videos sind auch ganz in Ordnung. Ganz cool. So, bin um einen Kaffee reicher zurück. Jawohl. Alter, hast du heute noch viel zu tun? Lion King, moin moin. Ashley, was geht? Wunderschönen guten Abend. Okay. Und Lia, hab einen wunderbaren Abend auf süß. Random, bye bye. Hollywood Hills, I'm gonna. Ah Mann, jedes Mal vergesse ich loszulaufen. So, weil ich habe jetzt einen groben Plan, wie das hier funktionieren könnte. Oh, süß. Boing. Hi, bin erst gerade hier. Was habe ich verpasst? Schon so ein paar Sachen, aber kein Problem, Meister. Es ist niemals zu spät. So, komm mal. Hallo? Genau. Ihr könnt gar nicht sehen, was für ein Zauberwerk ich hier oben skilltechnisch gemacht habe. Wie lange streamst du noch? Weiß man nicht. Man munkelt. Bringt das irgendwas? Ist die Frage, die man sich stellt, ne? Okay, mein Rekord in der NoScript Endo Challenge sind 5 Level. Strong. A Real Talk, das ist echt strong. Check's nicht. Muss man den Riggler töten? Aber was soll das denn dann bringen? Hat jemand... Digga, dieses Level. Neustart. Lady in Black, thank you so much for your Abonnement. Melly, danke für 1,19 €. Kuss, geh raus. Das ist dein Lieblingsfleisch, also meins ist Riggler-Fleisch. Ah, Bro, mach doch nicht diesen. Viel zu brutal, Dicker. Warum letzter Stream? Hätte jetzt letzter Mario Maker 2 Stream erwartet und geglaubt. Okay. Meinst du, soll ich nochmal Titel abändern? Alter Teddy, let's go. Ich frag mich, wo es halt lang geht. Neustart. Nochmal bitte. Tupac war bei dir, Nintendo hat den Antrag gemacht, du bist in dieses Stream nach Las Vegas und hast Ava geheiratet, also heute ist viel passiert. Sie glauben, die Geschichte ist wahr. Da haben sie recht. Ashley, danke für den Euro. Helm werfen, der hat einen Schlüssel. Ach, den Helm einfach runterwerfen. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Pilz brauche ich nicht. Okay. Timmy, das ist so ein illiger Sohnhaar, kann man halt nur verlieren. Die haben alle garantiert nicht Marco Reus. Generell nehmen die immer nur die Skins, die selten sind, so als Flex. Ich verstehe gar nichts, aber akzeptiere ich. Ich bin jetzt auch raus für heute. Alles klar. Edin, war nice, dich wiederzusehen, ne? Bis zum nächsten Mal. Johanna Lammler, ich grüße dich. Edin, genieß den Abend und hab eine geile Zeit. Let's go. Anonym, ich habe den P-Block gerade mitgenommen tatsächlich. Hat nichts gebracht. Deswegen werfen wir jetzt einfach mal ein bisschen was. Ach so, Martin, okay. Jetzt hast du mit Timmy geschrieben. Ich verstehe, okay. Ah, Mann, oh, Hilfe! Jedes Mal. Jetzt Johannes, moin moin. Einfach rüber.
Genau. So, wir machen den. Leon, irgendwann abends. Also ein Streamplan wird kommen, Maestro. Streamplan wird kommen. Auf ganz entspannt. Spätestens morgen. Ist das for real dein letzter Stream? Okay, Alex. Ne? Alex, ich will ja nicht so sein. Ach, das war dumm von mir. Guck mal aufs heutige Datum. Oh, ja, dich kann ich auch benutzen. Cool. Let's go. Okay. Bam. So. Dann machen wir diesen hier. Jedes Mal über die Steps nachdenken. Wir können das so viele nicht checken. Ja, also wenn man nicht so aus, ne? Ach, Digga. Datum achtet. Teddy. Aktivier den Trump. Spring zur Schlüsseltür. Zum Helm, dann P-Shot. Aktivieren und Shell werfen. Warte mal, was? Aktivier den Trump. Spring zur Schlüsseltür. Zum Helm. Und schnell Shell werfen. Digga, was ist das schon wieder für ein Hardcore-Level hier? Es beginnt sogar mit RNG. Aber dass du gegen Nintendo boxen wirst, stimmt doch. Ja, ja, genau. Das hat man, glaube ich, auf dem Instagram-Account Stefan Raab gesehen. Neustart. Schnell Shell reimt sich. Hab's halt nicht geglaubt, wie du es geschrieben hast. Fall auch sowas nicht rein. Bam. Benny, wie weit ist der Kommand? Hoffentlich ist Benny am Kochen. Ach, hast du mitbekommen? Na klar. Bro. Komm schon, gib mir eine Shell. Also ich meine, ich hab's auch erst letzten Montag gerafft, dass dieses Wochenende Ostern ist. Und dann kann man auch mal den 1. April... Ja, true, true. Ich habe auch viel zu spät gecheckt, dass Ostern diese Woche ist. Bam. Okay. Da spielt man wieder Assassin's Creed. Ich habe vergessen, wie viele Umwege man machen muss, um das komplette Spiel auszumachen. Ubisoft, was war da mit euch? Ja gut, um das Game auszumachen. Ist ja fast wie Elden Ring gefühlt. Denkst du, das ist ein April-Scherz oder steckt da doch mehr dahinter? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was in Stefan Raabs Birne vor sich geht auf süß. Könnte alles sein, ne? Aber ich bin gespannt, was da kommt. Und erscheint. Ha! Badabab, badabada, piepab, badabab, badabada, pup. Ashley, danke schön! Rein geht's in die Tür! Dämonprinzess Ashley ist ein taubes Nüsschen, 1 Euro. Rein geht's in die Tür? Oh, bruh. Wann endet eigentlich dieses Level, Alter? Wann endet es? Was ist passiert? Warum ist das passiert? Was ist passiert? Ein Schlüssel. Okay. Achso, warte mal. Genau. Diese Mauer hier. Ich muss nach oben. Kann man da überhaupt nach oben? Oh, warum sind da P-Switches? Ich nehme einen mit. Keine Ahnung warum. Oh shit, ich meine Miss. Wann ist dieses Level vorbei? Wie lange kann dieses Level noch gehen? Einmal nach oben bitte. Thank you so much. Das Level ist ganz schön lang. Und es geht ganz schön weit nach oben. Immer weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Ja, das riecht schon fast nach dem Ziel, ne? Eine Röhre. Okay, 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 okay. Nein. Oh! Nein! Aber kein Problem. Alter, warum wurde Martens Nachricht gelöscht? Was ist denn hier passiert? Let's go. So, Martin war frech. Jetzt ist eine Minute Pause.
Ja, schöne Eigendynamik. Ach, Digga. Ich will nur pinkeln, aber ich mach das erst nach dem Level. Cool. Das sehe ich genauso wie du. Das ist auch meine Meinung zur aktuellen Streamlage. Du bist doch immer noch, bist du immer noch bei dem Level? Was ist da los? Lea, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, mir geht's gar nicht gut. Ja, das Ziel ist halt so ein bisschen, kein Plan, wo das Ziel ist. Da muss man echt, Columbus sein, um das zu finden. Okay. Wir suchen nach dem Ziel und entdecken den 12. Kontinent. Aber David, es gibt doch gar nicht so viele Kontinente. Alright. Was ist mit Carsten los? Sieht gar nicht gut aus. Ah, geil. Was los wie nicht richtig festgeklebte Dinge? Weiter so. Let's go. Eine Halbzeitflagge wäre dem Level ganz nice. Kann man so sagen, ne? Wozu ist das da? Wozu ist das passiert? Macht nur so halb Sinn. Boah, wenn ich jetzt richtig klugscheißer möchte, das heißt, es ergibt Sinn. Nein, Spaß, alles easy. Es macht manchmal schon Spaß, ja? Nobi, danke für 2 Euro, Meister. Wenn man einen neuen Kontinent entdeckt, darf man den eigentlich benennen? Ich hoffe es. Ich hasse solche Leute. Ich hasse mich manchmal auch. Aber Sachen passieren. Wie Tomaten. Ist hier oben irgendwas? Na gut, da kommt man eh hin, ne? Let's go! Vanessa hat wohl gute Laune, wenn sie Martin einfach timeoutet. Ich glaube auch. Aber so sollte das ja auch sein, ne? Wo ist das Ziel? Habe ich wieder irgendwas übersehen? Warum ist die Röhre... Oh, ich habe eine Idee. Ich habe doch keine Idee. Habe ich eine Idee? Weil hier oben ist ja komplett oben. Der Film hat eine gute Botschaft, man muss sein Glück selbst in die Hand nehmen und die wichtigsten Dinge sind Freunde und Familie. Nicht viele Follower. Das ist echt cool. So, man muss sagen, solche Filme haben eigentlich immer eine sehr schöne Moral. Ich wusste es. Ich wusste es. Hallo, liebe Bombe. Mach mal Boom. Runterspringen. Basti, danke für den Tipp. Und da ist das Ziel. Yippie-yay-yay, Schweinebacke! Wir haben coole Level heute. Die Level sind cool, muss man einfach mal so sagen. Es macht Sinn, es ist richtig, und wer was anderes behauptet, hat keine Ahnung. Nobi, ich grüße dich, mein Moin! Dankeschön für 2 Euro! Okay. Bin krank. No random content. Gute Besserung, Maestro. Gute Besserung. Okay, Freunde, ich bin mal kurz auf dem Klo. Dann machen wir sofort mit euren Leveln weiter. Bis dato. Unterhaltet euch wunderbar mit Thomas. Und sagt ihm, wie süß er ist. So, 500 Cent für den süßen Thomas. Alright, wer ist das? Das ist Thomas, Freunde. Der einzig wahre. Fantasia, Dankeschön für 5 Euro. Was ein Feini. Für Thomas würde ich mein letztes Hemd geben. Ja, guck mal. Ist ja,
Ist ja süß. So, Fantasia, vielen lieben Dank für 5 Euro und Melli. Melli, why? Tell me why? Tell me why? Melli, danke schön für 12 Euro. Dankeschön. Bitte hören Sie auf. Bitte. Aber wie gesagt, ne? Vielen Dank für alles. Holy. Vor allem für die Kids finde ich das wichtig. Ja, true, true. Also, ich hab die Tage drüber nachgedacht. Und ich finde. Also. Wie sage ich das am besten? Ich habe die Tage drüber nachgedacht, über das Sozialleben von der nächsten Generation, wie sich das ändert durchs Internet. Und ich habe echt drüber nachgedacht, dass es so sinnvoll wäre, Aufklärung in der Schule zu betreiben. Ich weiß nicht, inwiefern das passiert. Also solche Themen wie Einsamkeit beispielsweise oder dass Social Media nicht das Sozialleben ersetzt beispielsweise, ne? Solche Sachen halt. Da hab ich drüber nachgedacht die letzten Tage. Deep. Okay. Die Spende wird sie wieder einfordern, weil 1. April. Ich sag's euch, morgen wieder Minus. Find it different. Findest du die Fehler? Alter, Regular TV, let's go. Ich mag solche Level immer sehr, sehr gerne. So. Okay, wo wohnst du? Im Kreis Bielefeld. Guck jetzt einen Umlautmann und auf Twitch Erkan und Stefan. Dann habt ihr's, viel Spaß dabei. So, guter Stream. Dankeschön, Johanna. Let's go. Find the different. Kräfte haben, moin moin. Währenddessen habe ich drüber nachgedacht, was mit dem Haus meiner Eltern passiert, wenn die beiden mal nicht mehr sind. Caro, wir beide hatten diebe Gedanken in den letzten Tagen. Freunde, wisst ihr, was ApoRed zu diesem Level sagt? Warte mal. Guck mal, ApoRed würde in diesem Level sagen, was willst du von mir, du kleiner Go? Schön. Einfach schön. So wird aber nicht beigebracht, genauso wie was man in Zukunft machen will. Man wird nur gefragt, was man später arbeiten will. Ja, so ab Envy, das ist halt ein riesiges Problem. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann Klick macht und genauso was auch in der Schule thematisiert wird. Ich bin ja nun so eine Zwischengeneration. Ich habe mir das Internet selbst beigebracht. Meine Eltern wussten nicht, was das ist und was es macht. That's cute. Aber das ist ja, das haben viele Eltern dieses Problem, ne? Wobei ich sagen muss, mir hat ein Kollege erzählt, dass es in den USA tatsächlich anders ist mit der älteren Generation, dass sie da wohl besser damit klarkommt. Keine Ahnung, ob das legit ist, aber das habe ich jetzt von 1-2 Leuten gehört. Oder sowas wie Internetsicherheit. True, true. Einfach so, es müssen so viele, also wichtige Themen behandelt werden. So, Melli, dankeschön. Da freut sich Thomas doch. Aber währenddessen suchen wir mal nach dem Fehler. Ah, der Fehler ist an den Pfeilen in der Mitte. Zeigt in die falsche Richtung. Lohnt sich YouTube Premium? Ja. Also wenn du einmal YouTube Premium hast. Ich würde schon ja sagen. Ich will eigentlich auch wieder. Irgendwann. Fantasia, dankeschön! Was denn Scheiß? So, einmal den nächsten Fehler suchen, ne? Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Psychose! Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Zack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Das ist so ein kranker Stream. 500 Cent für den süßen Thomas. Für den süßen Thomas. Psychose, danke für 5 Euro. Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät. Mach weiter so, bist der Beste, Digga. Psychose, vielen lieben Dank für 5 Euro. Die Bratwurstmaschine. Hab das YouTube Premium Lite, ist aber leider nicht für jeden buchbar. Mir reicht's aber aus. Was ist bei der Lite-Version anders? Digga, wo ist denn hier der... Fehler. So, ich will nicht in den Chat gucken, da werde ich meistens gespoilert. Wo ist der Fehler? Warte mal, ich gehe jetzt von Reihe nach Reihe. Nach Reihe zu Reihe. Okay, ist hier irgendwas? Nope. Nope. Wo ist hier der Fehler? Hä? Warte, ich will nicht in den Chat gucken, ich will es selber wissen.
Und auch man kann die App nicht im Hintergrund laufen lassen. Ah, okay, okay, okay. Das ist der Unterschied. Ich guck doch in den Chat. Ach, hinter der... Au, lol. Digga, dahinter ist einfach eine Münze. Crazy. Okay. Die Mitte. Weiter geht's. Da habe ich die Münze nicht entdeckt. Cringe. Okay. The next room hier. Simpel, hier ist auch eine Münze hinter. Okay. Ja, manchmal sieht man die Blumen vor lauter Münzen nicht. Digga, wo war deine Münze? Ja. Ja. So, let's go, safe. Hallo? Boah, jetzt wird's aber eher Kaizo. Okay, ganz rechts, easy. Kein Problem. Step dance Mike. Alter, Mickey Mouse. Was denn Scheiß? Du steckst mir deinen Money in den Rachen? Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Pluto springt auf Hater und zerfällt. Okay, das ist auch easy, das ging schnell. Bro, am Anfang war Kaizo, jetzt wird's easy. Tick, Trick und Track sind noch voll auf den Sack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Maus, der kommt mit 5 Euro Maus gemiet, Maus gemiet, Maus gemiet. Jetzt holen uns was wir brauchen, ein Fagesso. Mickey's mit macht Maschine. Der Pfeil? Miska, Mickey Maus, gleich geht's los. Miska, Mickey Maus, gleich geht's los. Alter. Maus gemie, Maus gemei, Maus gemo, jetzt holen uns, was wir brauchen, einfach so. Mickys Mitmachmaschine ist echt groß. Miska, Muska, Mickey, Maus, gleich geht's los. Miska, Muska, Mickey, Maus, gleich geht's los. Oh. Danke für die GGs, Junge. Wie findest du da so schnell die Fehler? Drück mal auf die Bremse, so schnell kann ich gar nicht schauen. Sorry, beim nächsten Mal warte ich ein bisschen. Aber ich wollte nicht gespoilert werden im Chat. Ah, krass, am Anfang übelst hardcore, wie ich finde. Von mit der Münze und am Ende, piu, piu. Okay, next level. Gutes Level, gutes Level. Weiter geht's. Hat jemand Ideen für Kuchen, Torten für meinen Geburtstag? Sophie, let's go. Boah, ja, worauf stehst denn du? Ich mag Zitronenkuchen beispielsweise sehr gerne. Ich liebe Zitronenkuchen. Zitronen sind lecker. 043 VTQP4G, let's go. Schwarzwälder Kirsch mag ich gar nicht tatsächlich. So, das ist ein Level. Ist ein schöner Song, kurz, der dir bestimmt gefallen wird. Unity Music Speedrun. The Fat Red Unity Difficulty 5 Sterne, pretty hard, have fun. 20%ige Abschlussrate, das geht doch. MC Mickey, step the Psychose, dankeschön! Was ist denn Scheiß? Zitronenkuchen ist mega. Zitronenkuchen ist das Beste. So richtig krachen! Pluto springt auf Hater und zerfährt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll Luft, zack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Danke, Psychose! Der anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät. Mach weiter, so bist der beste Digga. Dankeschön. Das Bratwurst-Bratgerät. Mr. Crypto, guten Abend allerseits. Hoffe, alle hier hatten einen fantastischen Tag. Alter, ich hoffe, du hast auch einen guten Tag. Shit. Oh shit. So, da bin ich verreckt. Rude. Ja, ich erkenne den Song nicht. Moment. Run. Run, Forest. Geil, weiter geht's. Was zum Riggler? Das war so, oh nein, ich muss den Timer resetten. Warte.
Digga, einfach Minecraft 2013. Minecraft 2013 Dubstep-Intro. Geil. Ja, Sophie, let's go. Zitronengeruch immer gut. Geil. Einfach Minecraft 2013 Dubstep. Bam. Toll. Das war cool. Das war richtig schön. Das war richtig schön. Definitiv. Melli, lieber an Benny für die geilen Commands immer. Ausrufezeichen Keksdose. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? David hat den Keks aus der Dose geklaut. Junge Benny, Kurs geht raus für den neuen Command auf süß. Und Melli, Dankeschön für 6 Euro und again. Vielen Dank. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Geil. Fand die Minecraft-Videos auf Thomas gerne voll cool. Würde mich auf Teil 3 freuen, ist ja schließlich wieder der 1. April. Oh, um Gottes Willen. Mein Handy ist aus der Tasche gefallen und ich habe mich eingeschissen. Okay. Was jetzt? Ja, next level. Was machen wir jetzt? Warum steht in Klammern mein letztes Stream? Was willst du damit sagen, Bro? Mach Mut, was haben wir heute für ein Datum? Beantworte es mir. 355. Okay, Danitz hat's beantwortet. April, April! Ja, ja. Du bist der beste April, April. Boah, Shane. Es tut mir leid. Ich weiß, ich habe nichts mit Fußball am Hut, aber ich könnte jetzt so einen dreckigen Fußballwitz raushauen. Aber ich lasse es. Shane, alles easy. Alles, Bo! Oh, das ist heute ein Stream. Oh. Nee, Mucki, sorry. No grass for me. Alter, was passiert hier heute? Danke für deinen Content. Bro, danke für die großzügige Spende von 24 Euro. Das ist so verrückt. Und immer diese Leute, die einen Witz ankündigen, aber dann nicht bringen. Hat jemand gerade einen Witz gebracht? Mahmut, kein Problem. Kein Hackmeister. Schön, dass es welche gibt, die das anscheinend wirklich glauben. Das Witzige sind, ohne Witz, haben super viele Leute geglaubt oder gesagt, warum letzter Stream, was ist passiert? Warte, ich habe einen Fußballwitz passend zum PB. Harry Kane hat auch nach dem Wechsel zu Bayern noch keine Trophäe gewonnen. Ey, crazy. Aber wie gesagt, Ashmo, vielen Dank für die großzügige Spende. Dankeschön, ne? Vielen lieben Dank. Moin, wir gerade eingestiegen. Luca, ich grüße dich. Junge, dieser Beat ist zu böse. Hashtag Wirtshaus Franz. Wirtshaus Franz. Dankeschön, vielen Dank. Okay, wir gehen rein. Melli, dankeschön. Shane, alles easy, kein Problem. Ich hab's gelesen. So, das Haus von Yannick. Es ist nicht nur irgendein Haus, sondern das Haus. Es ist das Haus. Tick, Trick und Track sind noch voll auf den Sack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Melli, dankeschön. Und der Schulze. Ey, seid Retalk, Freunde, es ist... Keksdose. Was? Wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Also, wir sind einfach stinknormal live. Das ist so ein Mario Maker Stream wie jeden Montag. Der Schulze, vielen Dank für 5 Euro. Was soll der Geiz? Danke, 5 Euro in den Hut für deine angenehmen und charmanten Videos. Bleib weiter so, wie du bist. Beste Grüße aus Hamburg. Liebe Grüße nach Hamburg. Dankeschön. In 2 Wochen bin ich in Hamburg, by the way, ne? Gibt's ein neues Tattoo dann. Der Schulze, vielen Dank, beste Grüße und Dankeschön. Ne? Vielen lieben Dank, Vanessa. Danke für 1,50 Euro. Dankeschön. Okay, wir machen weiter. Von Yannick, das Haus. Freunde, fragt mich mal, was für ein Saft. Fragt mich das. Neues Tattoo. Ja, es gibt ein neues Tattoo in 2 Weeks. Ich habe wahrscheinlich irgendwas verpasst, oder? Ui. Schulze, mal gucken, ne? Mal gucken. St. Pauli. Reeperbahn. Was für ein Saft? Einfach Orangensaft. Okay, das war dumm.
Gina, heute ist Ausnahmezustand. Heute ist kompletter Ausnahmezustand. Was habe ich da verpasst? Irgendwas ist passiert. Vielleicht muss ich einfach durchrennen. Turn up! Ja. Huh. Und was dann? Ah. Aha. Junge. Cheep, cheep ins Maul, Mois. Okay. Kiwi, kein Problem. Schön, dass du hier bist. Sandra, moin, moin. Junge. Aua! Benjamin, frohe Ostern, Maestro. Dieser räudige Fisch. Dieser gottverdammte Fisch. Wo Bombe? Warte, müssen wir die erst triggern? Ja, wir mussten die erst triggern. Nächster Fisch. Digga, es kann nicht sein. Ich verstehe jetzt schon nicht, was ich in dem Level machen muss. Du musst unten springen und dann... Au! Warte mal. Das ist cool. Das ist eine sehr coole Mechanik. Wie fühlt sich das an? Na, Benny, wie fühlt sich das an, ne? Nicht so gut, oder? Ach, Bro. Ich wollte schnell rüberspringen. Schade, Marmelade. Angefangen hat die Minecraft-Karriere am 1. April, doch die meisten haben nicht verstanden, es ist der 1. April. Christian, was sagst du zu dieser Wahnsinns-Line? Er ackert und macht Kommands, um dann räudig genannt zu werden. So drücken wir unsere Dankbarkeit aus. Boing. Hallo. Aber wir wissen schon mal, wie dieses Level grob funktioniert. Order up. So, weiter geht's. Aber mit... Bangerline, dankeschön. Hätte von Farid stammen können, oder? Okay. Was jetzt? Da ist viel passiert auf einmal. Ich fühle mich bloß Mitleid für ihn, weil seine Augen so schlecht sind. Ich bin ein Vielfischer, kein räudiger Fisch. Mein Ball hat einen armen Jungen. Herzlich. Ich hab's manchmal echt schon nicht so leicht. Manchmal habe ich so schwer, der juckt sogar meinen Hintern. Denk mal drüber nach. Okay, warum ist diese random Mario-Wonder-Röhre mitten im Nix hier? Kiwi! Dankeschön für die Plus-Memorino! Lamborghini! Ich weiß nicht, wie viel Monat, aber dankeschön. Okay, wir gehen von der anderen Seite rein. Wir gehen zurück. MC Mickey, und der Schulze, vielen Dank für die 5 Euro. Dankeschön. Da geht's nicht rein. Dann gehen wir da nochmal hin. So richtig krank. Pluto springt auf Hater und zerfährt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf den Sack. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Die Röhre riecht gleich los. Ich hab das im Urin wie Drogentests. Danke 5 Euro in den Hut für deine angenehmen und charmanten Videos. Ey, super liebe Worte. Dankeschön. Beste Grüße aus Hamburg. Oh. Beste Grüche, genau. Grüße nach Hamburg City. Hamburg, meine Perle. Ich hab sogar so einen schönen I Love Hamburg Pullover. Ich liebe ihn. Hallo, schön war der Geburtstag. Kein April-Scherz zum Glück, nicht zum 1. April, sonst denkt man, dass es ein Scherz wäre. PS, mag dich. Ah, Gigachat, alles Gute nachträglich. Schön, dass du hier bist, Digi. Und vielen Dank, ich war voll jung, sorry. Für die lieben Worte, okay. So, Nele, hey David, ich schaue dich noch gar nicht so lange, aber mega Content, ich lieb's, sehr sympathisch. Nele, dankeschön, ne? Vielen lieben Dank. Das ist super lieb. Und es ist viel, viel zu süß, der Stream heute. Da kriege ich gleich Diabetes. Aber das Positive, Freunde. Ja, also, ne? Ihr wisst schon, ihr wisst, was ich meine. Und wie imponierst du anderen Menschen? Geil. Schön. Einfach schön. Kannst du Hübi anrufen und ihm sagen, er soll Nintendo anrufen?
Ich würde es gerne so machen, aber ich glaube, diesen Witz hat er noch nie gehört. Okay. Shit. Ich hab verkackt. Here we go again. Es wird ein schönes Level. Alle sagen das. Alle. So. Kiwi! Der böllert Kiwi auch nochmal eine Gift im Mitgliedschaft raus an der Schulze. Kiwi, vielen lieben Dank dafür. Das ist doch so verrückt. Friendos, wie gesagt, kein Plan, was los ist. Vielen Dank, Kiwi. Oh, ja, ja, Karamba. Wenn ich so spät bin, ach, alles gut. Was für spät? Die Nacht ist jung und ich will was erleben, ey. Haben wir irgendwo Bomben? Bomben. Suchst du irgendwelche Level aus dem Chat? Dritter Link in der Beschreibung. Da ist so ein Google-Formular. Und darüber geht es. So, hab gut gespielt. Und hab's wieder hier geschafft. Jawohl. War eine gute Fortnite-Runde, sagst du? Hm. Ah, der Zoomer, einen wunderschönen guten Abend. Ja, was hat denn der Riggler? Was macht der Riggler? Hat der irgendeinen Zweck? Ach, gespeist. Okay. Ich hoffe, es hat gemundet. Ja, irgendwann hast du so einen Mechanismus in Streams drinne. Du liest die Wörter nicht mehr exakt. Du liest so grobe Sachen. Ist schon faszinierend, wie er so von links nach rechts läuft, oder? Mein Nachbar guckt Dirty Dancing. Hahaha, Ehre. Man hört's bis sonst wohin. Ja, ja, er fühlt's. Ah, ich wusste es. Geil. Das war kreativ. So, hab heute erst gemerkt, dass die Zeit umgestellt wurde. Heftig, oder? Hey, heute erst, krass. Ich hab's gestern schon gemerkt. Ich war gestern so ein bisschen maddy unterwegs, weil ich einen Ticken zu wenig geschlafen hab. Verdammt. So, let's go, here we go again. Ja, aber kann passieren. Ich hab's auch erst Samstag erfahren, dass die Zeit umgestellt wird. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wäre eigentlich wieder Zeit für einen 24er gewesen dieses Wochenende. Hab's letzte Woche schon gemerkt. Wir wurden um eine Stunde beraubt. Die Blutsauger von da oben! Die klauen uns alles! Diese Blutsauger! Boah, das war stupid. Ah, geil. Matthias, Levi, dankeschön für den Abonnement. Thank you so much. Florian, Zilonka. Hi. Einmal runter, bitte. Thank you so much. Wer ein guter 23... Stimmt! Ein 23-Stunden-Stream, so auf Sneaky Meeky. Geil. Die Reichen da oben, die klauen uns Zeit und essen Kinder. Ganz schwieriges Thema. Ich grüße Xavier Naidoo. So, 23 Stunden auf Mario klicken. Das wär's gewesen, oder? So, wir müssen rennen. Forest, sehr gut. Oh, what the heck? Was? Oh Gott. So. Wann wieder Mario Odyssey Impossible Jumps? Boah, mal gucken. Mal gucken. Dieser Emote. Mein Rhythmus ist durch die Umstellung auch völlig durcheinander und ich habe morgen wieder Schule. Kiwi, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Hundertprozentig. Das wird schon irgendwie. Die Schule wird den Rhythmus wieder fixen. War bei mir auch damals immer so. Für das echte Netzer-Stream? Dimi, was für ein Datum haben wir? Verdammt, heute? Tiger King, ich grüße dich. Du kannst aber auch einfach Hi reinschreiben. Genauso wie Captain Schnuckles. Moin. Zaccarino. 24. Essen Kinder. Ich habe wieder dieses Video vor Augen. Okay. Bam. Bitte! Oh, falscher Knopf.
Ich habe tatsächlich dieses Jahr die Zeitumstellung überraschend gut überstanden. Jawohl, sonst hänge ich immer ewig nach. Der Jetlag und so, ne? Easy. Raffi, hallihallo. Skip das Spiel und beende das Level. Machen wir. Sunflowers, moin moin. Ich grüße dich. Hallo. Ich möchte einmal den Bomb-Omb hier oben triggern. Ist nur geschrieben worden, ist bedeutungslos entgegen zu einem Wort. Ich verstehe den Satz nicht, aber ich stimme dir zu. Sam, besser nicht. Nein! Reed. Hab heute den Bescheid bekommen, dass wir endlich am 7. für 4 Wochen in Kur fahren können. Jawohl! Alter Felix, GG. Wo geht's dann hin? Also so grob? So, ich möchte bitte meinen Mod-Titel, lieber David. Alter Momo, ich grüße Sie doch. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's Ihnen so an dem heutigen 1. April? Ich glaube, das heutige Datum ist 24.12.25. Meinst du? Ist der langsame Modus eingestellt oder liegt es an meinem Internet? Ist der langsame Modus eingestellt? Dieses Level ist real. Kann man nicht anders sagen, oder? Momo, keine Mod-Fragen im Chat. So, was geht ab? Wie Firework? Keggy, grüß dich, oder Keggy Best Off. Einiges, was geht bei dir? So. Ah. Mina, ich grüße dich. Ein wunderschön. Okay, warte mal, ne? Hier ging's lang und dann Speedrun. Speedrun überleben. Ala Coco ist zum ersten Mal hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich. Ich hoffe mal, dass das Stream dir gefällt, ne? Welcome to the community. Langsamer Modus ist nicht an. Oh, okay. Ja, dann ist nicht an. Ach, Digga, das war so stupid. Crazy rum. Moin, moin. So, wie viel Pixel hoch? Genau. Einfach nur genau. So, komm mal runter, bitte. Duschen tut so gut. Ja, safe, safe, safe. Es gibt so manchmal Duschen, wo man sich danach einfach so wie ein neuer Mensch fühlt. Das sind immer die geilsten. Hallo. Das Level ist Salz des Hauses, ich sag's dir. Das dauert ziemlich lange. Tiger King, weil, ne, nicht nach Grußfragen fragen, Meister. Einfach reinschreiben. Bäm. So, wie überleben wir das am sinnvollsten? So. Puhuhu. Okay, ist das ein Blind Jump? Nein! Uah. Jetzt wissen wir zumindest, was da ist. Yay. Bäm, bäm. Alter, Stefan Roch, Dankeschön. Dankeschön. Ist so wie das Pokémon. Ist so wie das Pokémon. Junge, beste Grüße an wohin genau? Elisabeth, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Bam. So, die Waltraut heißt Waltraut, weil sich die Waltraut nicht in den Wald traut. Genau so. Aber die Frage ist am Ende des Tages, weben, spinnen, spinnen, weben? Spinnen, weben, spinnen, weben. Bam. Da war ein Schlüssel. Habe ich den Schlüssel übersehen? Wo war da ein Schlüssel? Okay, einmal Feuer spucken. Thank you so much. Jetzt wissen wir Bescheid mit dem Plattform. Rhinus, geil. Boah, wichtige Mittelflagge. Sehr. Ui. Ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwo das Ziel. Oh, wir brauchen einen Pilz. Ich verstehe. Ich hab gerade die Bestätigung bekommen, jetzt steht's fest im Juli. Alter! Psychose, ich will auch irgendwann nach Ägypten. Ich habe ein Ziel, also ein Ziel in meinem Leben auf meiner Bucketlist ist es, eine Pyramide zu berühren. Ich will eines Tages ein Bild machen, wo ich diesen hier mache. Wo ich so eine Pyramide berühre. Das auf meiner Bucketlist. Ich will eine Pyramide berühren. Und irgend so einen Pharaonfluch auf mich lasten dann. Mal gucken, was der Fluch so macht. Berührt. Darfst du doch gar nicht, oder? Ach, komm mal her.
Man darf viele Sachen im Leben nicht. Viele Sachen darf man im Leben nicht. Ist es nicht meilenweit abgesperrt? Ja. Kann schon sein. Kann sein. Aber es ist auf meiner Bucketlist drauf. Okay, wir passen. Oh mein Gott. Okay. Wir springen so weit wie möglich nach vorne. Für den Fluch musst du noch Grabräuber werden. Ja, okay. Ja, das ist nicht auf meiner Bucketlist. Also den Punkt kann ich ruhig skippen. Ah, okay, warte mal. Wir machen ein bisschen sneaky-meaky. Ach, die paar Security mit Waffen oder so, die überwältigst du schon. Ich frage mich, wie die anderen Intelligenzbestien das immer hinbekommen. Die anderen dummen Jugendlichen. Ich werde das schon hinbekommen. Das ist auf meiner Bucketlist. Hab gerade mit meinem Dad über dich geredet. Schauen wir den Stream zusammen. Oh, wie cool. Ey, beste Grüße an dich und deinen Dad, ne? Mega cool. Ja, das ist bestimmt ein guter Eindruck dann erstmal, wenn ich von Pyramiden rede und dann erstmal an den Securities vorbeilaufe. Yes, okay. Genau das war mein Ziel. Der Pharao muss ja auch irgendwie reingekommen sein. So, hä? Solange die dich nicht erwischen, ist doch alles cool. Eben. Okay. Ja, Freunde, manchmal muss man für Ziele im Leben ein Risiko eingehen. Was wollen die machen? Mich erschießen? Wenn ja, das wäre kontraproduktiv. Ich sag's, wie es ist. Aber naja. Ich habe eine Pyramide berührt. Hoffentlich. So, rein da. Es gibt doch so Pyramiden-Guides. Nimm sowas. Ja, guck mal, easy. Bro. Was war das gerade für ein Prank? Nochmal rein, bitte. Willst du auch in die Pyramide? Hier gibt's sowas? Also weiß ich nicht, wenn sowas geben würde, safe, aber... Gibt's solche Möglichkeiten? Wahrscheinlich nicht, oder? Hinter der Säge ist etwas. Ja, ja, wir brauchen einen Pilz. Da ist das Ziel. Ja, wie komme ich hier hoch? Oh! Ich verstehe. Innen sind solche Guides. Hä, ja geil, da kann ich ja ganz easy so eine Pyramide berühren. Wo ist das Problem? Okay, wir sind am Anfang. Was bringt mir dieser Anfang? Ist hier ein Pilz? Berühren. Also, Zuma, letzte Nachricht. Ich habe eine Frage. Findest du es, wenn die Community-Nähe hier bei steigendem Wachstum des Kanals flöten geht? Zuma, findest du, dass es flöten geht? Also, ich persönlich habe nicht das Gefühl. Nur ich habe inzwischen manchmal das Gefühl, dass ich manchmal ein bisschen strikter eine Grenze ziehen muss, weil in den letzten Wochen sehr weirde Sachen passiert sind, wo ich mich frage, woran es liegt, teilweise, tatsächlich. Also mal ein anderes Thema. So was Thema parasoziale Beziehungen und so angeht. Nee, noch nicht, aber ich denke, das passiert, wenn der Kanal wächst. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, Nintendo-mäßig, was muss ich tun? Meine Mission. Ich brauche einen Pilz. Der Pharao hat mich schon verflucht. Ich check's nicht. Sprechen Sie frei. Warte, was man nicht mitnehmen darf, ist ein Stein vom Iris Rock. Da liegt ein Fluch drauf. Ja, den würde ich auch nicht mitnehmen, tatsächlich. Dimi, ich grüße dich. So, mir geht's hervorragend. Ich hoffe, dir auch. Ja, Nikolas, safe. Bei dir ist es ein Witz. Bei einigen ist es wirklich so drin. Bam. MP-Schalterblock. Da mal gegenspringen, sagst du? Okay. Nee, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte. Also ich glaube, Nintendo-mäßig, gibt es halt irgendwo eine Grenze, was die Zuschauerschaft angeht. Deswegen denke ich mal vermutlich nicht, dass der Kanal so jetzt nochmal so hyperkrass, ultra heftig krass hochsteigen wird. Weiß nicht, kann ich nicht sagen, weil der Fokus ja irgendwann auf einem neuen Kanal ist. Also ich werde es natürlich wie jetzt weitermachen. Und keine Ahnung, vielleicht passiert noch einiges mit der Switch 2. Kann man ja nicht sagen. Vielleicht kriegt Nintendo dann nochmal so einen neuen Boost. Aber ja, mal gucken. Ich lass mich da überraschen. So.
Lee, wie du sagst, man muss ein bisschen strenger werden und man kann auch nicht mehr so auf einzelne Zuschauer eingehen, da der Chat mit der Zeit voll wird. Aber Argiv, ich glaube, wir bekommen es trotzdem immer noch sehr, sehr gut hin. Also ich meine, es gibt ja auch viele Streams, wo jetzt auch nicht so die breite Masse dabei ist. Von daher, easy. Vielleicht bei einem blauen Plattform fallen lassen. Ich glaube, that's the key, ne? Okay. Dann schießen wir uns mal wieder weg hier. Bam! Lami et Manu, ich grüße dich. Moin, moin! Was ist hier? Diese Tür. In die Tür bei dem Checkpoint. Da kommst du nicht rein. Was ist zu tun, Alter? Nee, du kommst da nicht rein. Oh! Doch! Ah, nicht neu starten, sterben. Ansonsten ist die Mittelflagge weg. Wie denn letztes Stream? Du hast noch keins meiner Level gespielt. Ich sag's euch. Irgendwann. So kommt dieses Video, ich höre mit YouTube auf. Und dann gibt's so Leute darunter. Du Penner, kannst doch nicht mit YouTube aufhören. Du hast mein Troll-Level noch nicht gespielt. Geil. Oh, schön. Einfach nur schön. Okay. Lecko. So, ja, weiß ich nicht, ob man da reinkommt. Ah. Vor allem bekommst du es hin, dass du dich nicht vollständig vom Chat ablenken lässt. Manche andere vertiefen sich so im Chat und spielen nicht mehr richtig. Boah, da sehe ich mich aber auch manchmal tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe so einen guten Mischmasch inzwischen gefunden. Dass ich zwischendrin mal nicht in den Chat schaue oder so, sondern ein bisschen, ne, mich hier drauf fokussiere. Nee, die Tür ist es nicht. Die Tür ist es nicht. Die Tür ist es nicht. Die Tür kann es nicht sein. Ach. Wie möchtest du eine schwebende Tür berühren? Naja, vielleicht Trigger, wird irgendwas getriggert. Na, so ein versteckter Block oder so, versteht sich. Wah. So, du hast dein Fenster gefilmt. Ich warte mit Mama von deinem... Ja, da habe ich zum Beispiel gelernt, ich darf nie wieder ein Foto aus meinem Fenster machen. Das habe ich gelernt. Habe ich nie mit gerechnet. So. Die am Checkpoint. Das ist eine Reset-Tür, oder? Ja, guck mal, das ist die Tür. Ja, die ist zum Resetten da. Die Lösung ist näher als gedacht. Es kann nur da hinten sein. Mit dem Hinweis. Was, wenn du mit der letzten blauen Röhre runtergehst? Das ist doch nichts, oder? Everybody make mistakes. Everybody has those days. Geil. Bam. Gefunden. Let's go. Okay, wait a minute. Warte, die Tür da hinten, ne? Wurde hier jemand für 24 Stunden weggekickt? Alter, was ist jetzt hier los? Katie, ich liebe dich! Geil! Katy Perry, die Süße! DPS, lasst mal alle Liebe da. Kleiner als drei. Fantasia, dankeschön für 96! Dankeschön! Wo neuer Streamplan für die Woche? PS, lasst mal alle Liebe da. Oh, that's cute. Lasst mal alle Liebe auf ganz süßer Basis da. Streamplan kommt morgen, weil ich noch auf eine Rückmeldung von Lino warte, weil ich mit ihm am Mittwoch Mario Kart streamen möchte. Und er meint, er gibt mir morgen früh Bescheid. Deswegen warte ich noch mit dem Streamplan. Bis ich einen endgültigen Plan habe. Dankeschön, ne? Vielen Dank. Ich finde dein Videoschnitt klasse. Da hast du definitiv Talent für. Bei anderen, die das plötzlich auf Krampf machen, weil sie meinen, es kommt besser an, wirkt total cringe. Ey, Real Katze, das ist crazy. Das ist voll krass zu hören, weil... Guck mal, für mich ist dieser Schnitt inzwischen halt so zur Normalität geworden, dass ich halt teilweise jedes Mal denke, yo...
weiß ich nicht, ist nicht gut oder nicht unterhaltsam oder so. Vor allem, man muss ja wirklich sagen, dass die Videos extrem ruhig geworden sind. Also deutlich ruhiger vom Schnitt her als noch vor einem, anderthalb, zwei Jahren. Also das war ja nochmal ganz anders. Liegt aber daran, dass YouTube einfach wieder in so eine ruhigere Richtung geht, was ich sehr, sehr befürworte, weil man einfach wieder Videos gucken kann, ohne so komplette Reizüberflutung zu haben. Und das ist sehr schön aktuell, die Entwicklung. Und das mag ich sehr gerne. So, Felix, danke für 5 Monate. Kuss geht raus. Okay, viele letzte Nachrichten. War eine Grußanfrage. Boah, Bro, paar Minuten. Also 24 Stunden nicht direkt. Dankeschön, Tesi. Das freut mich doch, das freut mich doch. Und Ashley, ich wünsche dir auch noch einen wunderbaren Abend. Denn Englisch 10 von 10. Dankeschön. Kannst gerne wieder Intros zurückbringen. Ja, aber wie gesagt, das Ding ist halt bei Intros, weshalb ich das weggelassen habe, viele verstehen den Humor nicht. Guck mal. Es kommen Leute hier in den Stream, voll viele, und fragen, yo, warum letzter Stream? Und das ist ja halt dasselbe Phänomen wie mit Intros. Es gibt viele, die nicht verstehen, was ein Intro, also wenn man ein Sketch oder so am Anfang macht, was es bedeutet. Und schalten dementsprechend wieder ab. Das ist also das Problem, weshalb das weggefallen ist. So, diese Rilden Jump Cuts habe ich eh nie verstanden und haben mich immer kirre gemacht. Ja, es ist halt so, es ist halt die neue Generation, die so, so auf dieses Bum 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 braucht. Okay. Next Level. Schon dullig, diese Menschen. Ja. Aber, deswegen ist es halt über die Jahre weggefallen. Leider. Na, leider. So. Okay. Next Level. Wie läuft's eigentlich mit dem Intro für deine Videos? Dein Batman-Intro. Für den Zweikanal, ne? Ich habe Ansgar nochmal die Erinnerung gegeben. Irgendwann dieses Jahr. So, was gibt's da zu verstehen? Das ist halt witzig. Man soll lachen, nennt sie Unterhaltung. Ja, aber wirklich, vertrau mir, viele haben das nicht verstanden. Und das Ding ist, guck mal, Durchschnitt. Naja, mein Handy liegt irgendwo auf dem Boden. Ja. Das ist halt sehr interessant. Wir gucken mal ganz kurz auf diesen Wert. Alter, Felix, I party you. Dankeschön. Felix, danke schön für 6,90 €. Wieso liegt dein Handy auf dem Boden? Wieso hast du eine Maske auf, Archiv? Ey, vielen lieben Dank. Felix, danke schön. Und Fantasia, der Nightbot verlangt morgen auch einen Feiertagsbonus auf Gehaltscheck. Ich glaube aber auch, ey. Fantasia, danke schön für 5 €, ne? Kuss geht raus. Vielen Dank. Dankeschön. Was ich aber was sagen, also zeigen möchte, guck mal, in den letzten 28 Tagen haben von all den Minuten, die geguckt worden sind, also sagen wir einfach mal Klicks, von all den Klicks, Fantasia, warte, ich sag's sofort, ich tippe währenddessen schon mal das Level hier ein. Money in den Rachen. Fantasia, dankeschön. Das ist gut, wie jetzt so richtig krachen. Du springst auf Hater und zerfährt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf den Sack. Du bist das Ente wie Donald Duck. Warum habe ich das Level nicht gefunden? Fantasia, danke schön. Der Nightbot kann sich morgen einen freien Tag generisieren. Ausnahmsweise. QRD? 5M. Q, okay. So, MQ. MQ. 2GF, let's go. Guck mal, von all den Klicks aus den letzten 28 Tagen haben 73% nicht abonniert. Das bedeutet, meine Videos gucken unter anderem auch einen Haufen an Leuten, die mich vielleicht kennen oder auch nicht kennen. Und das Ding ist, wenn ich einen Mensch nicht kennt, sympathisiert er halt dir gegenüber ja erstmal natürlich nicht. Klickt in das Video beispielsweise, yo, heftiges Troll-Level in Mario Maker. Der will halt Mario Maker Troll-Level sehen, sieht's nicht. Und denkt sich so, ja, was ist das für ein Scam? Und schaltet ab. Und damit schadet man leider so dem Video, ne? Und das ist halt irgendwo sehr, sehr schade. Wenn du halt etabliert bist, ja, keine Ahnung, so ein Hand of Blood beispielsweise, ne? Bestes Beispiel. Man könnte separate Sketch-Videos machen. Ja, aber da fehlt mir leider die Zeit zu. Also vielleicht klappt es irgendwann mal, aber dafür wird der dritte Kanal eine sehr, 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 sehr coole Möglichkeit werden. Aber
werdet ihr dann sehen, so was Comedy-mäßig angeht. Guck mal, hier zum Beispiel pro Day. Crazy, what the fuck. Guck mal, pro Tag entdecken so 5.000 bis 10.000 neue Leute den Kanal. Das ist ja voll verrückt, what the fuck. Sehe ich gerade. Ja, und die denken sich so, yo, was ist das? Und, ne, und das ist halt das riesige Problem an diesem modernen YouTube. Und YouTube sieht, ey, ein Haufen an Leuten schaltet ab, Video wird nicht mehr vorgeschlagen. Und das ist halt so irgendwo, ne, was soll ich sagen, die Krux dahinter, ne? Ja. Comedy werden? Auch nicht ganz. Also, bald ist es soweit. Also, wenn ihr den Kanalnamen vom dritten Kanal hört, wisst ihr sofort, worum es geht. Ja, ey, Caro, das ist crazy, ne? Vor allem hier, also guck mal, hier steht so, wiederkehrende Zuschauer sind so 30.000 bis 40.000 pro Tag und neue 5.000 bis 10.000. Hier geht was, ne Scheiße. Alright, ich hab als Mario Wonder rauskam angefangen, die Videos zu gucken. Ach krass, guck mal, daher sogar. Ich bin nicht Abonnent und heute nur mal so wieder hier. Ach, guck mal hier, ne? Zum Beispiel Juse ist so einer. Ist ja kein Act, ne? Muss den Kanal ja nicht abonnieren. Freue mich, dass du reinschaust. Ah, guck mal, eben. So, es gibt ein paar Leute, die nun wieder mal reingucken. Irgendwas mit Gesellschaftskritik hattest du gesagt. Aber, verpackt. In einer gewissen Form. Aber, pst. So. Steady Stage Play. Das nächste Cuphead Level. Los geht's von Florian. Wie zur Hölle wird man von solchen Zahlen bitte nicht wahnsinnig? Ja, es gibt schon Tage, wo ich echt schon am Nachdenken bin. Safe. Also es gibt auch Tage, wo, keine Ahnung, wo man das runterzieht. Also beispielsweise das letzte Mario Maker Video, das wurde komplett verschluckt vom Algo. Was mich sehr stark gewundert hatte. Und da denkst du ja auch jedes Mal so, yo, jetzt Insolvenz, jetzt Selbstständigkeit vorbei. Oder wenn es so am Schwanken ist. Also es gab zum Beispiel Zeiten, wo der Kanal in einem Monat 5 Millionen Views gemacht hat. Klar, davon waren auch viele Short-Views. Aktuell ist es so bei 2 Millionen, würde ich sagen. So eine Schwankung von 3 Millionen. Und das ist halt so das, was man in der Selbstständigkeit lernen muss. Das ist halt schwankt, ne? Direkt arbeitslos, sofort. Du hast, vor allem, wenn man selbstständig ist, denkt man immer, yo, jetzt geht alles bergrunter, alles kacke, es wird jetzt alles nur noch schlecht laufen. Das ist aber etwas, wo man halt wirklich auf seine Fähigkeiten vertrauen muss, ne? So, wo man einfach vertrauen muss an die Community, an euch beispielsweise, ne, und an sich selber. Ja, aber es gibt echt Tage, wo ich viel drüber nachdenke tatsächlich, ja. Wie gesagt, deswegen darf man da nicht oft reingucken. Deswegen habe ich Ansgar, der liebt das. Der liebt das, da reinzugucken. Und ich will eigentlich echt nicht viel damit zu tun haben. Bam. Ich habe Little Nightmare gesucht und nicht gefunden und dann auch das Game mit dem Zeitverschieben. Oh, finde persönlich aber zu anstrengend, wenn ich ein Spiel sehen will. Under Chatim Vordergrund ist. Was ist das für ein Wort? Warte, Sally Stage Play, die süße Maus bekämpfen. Ah, ja, okay, ich erkenne es, ne? Die süße Maus. Das ist jetzt die zweite Phase. Alter, Vivi, Nick, Dankeschön für eure Abonnements. Welcome to the community. So, okay, ja. Wir befinden uns in der zweiten Phase. Kann man auch den Ehemann triggern? Ausrufezeichen S.O. Ansgar. Ansgar, die süße Maus. Mach Spider-Man. Boah, Spider-Man-Mucke ist schon geil. Die ist episch. Spider-Man immer episch. Melli! Dankeschön! Bam! Timer. Oh, Timer. Sorry. Melli, dankeschön! Vielen Dank! Ey, ich hab zu danken. Melli, ich hab zu danken. Vielen Dank für 10 Euro. Voll lieb, voll süße Worte. Dankeschön für alles, ne? Crazy. Du, ich sitze einfach nur hier und mach mein Ding. Benny, safe. So, ne, da mache ich mir auch gar keine Sorgen aktuell. Ist halt nur jedes Mal, man denkt halt viel drüber nach, ne? Weil am Ende des Tages müssen die Videos laufen. Weil von Streams würde ich niemals abhängig sein. Ich will immer ganz locker in Streams drin sitzen und einfach zocken.
oder mein Ding halt machen. Deswegen so, ne? Das ist so der Gedanke immer dahinter. So! Und Melli, vielen Dank für 10 Euro. Oder den gesamten Stream. What the fuck? Fantasia! Melli ist immer noch nicht am Ende. Ja, aber wie gesagt, Melli, bitte, bitte passen Sie auf. Okay, letzte Phase mit dem Mond und so, man erkennt's. Ist aber in Anführungszeichen ein leichterer Cuphead Mario Maker Boss. Und Sunflowers, vielen Dank für 2,50 €. Bitte nicht verrecken, bitte nicht verrecken, bitte nicht verrecken, dankeschön. Bam. Mach dein Ding, wie Udo Lindenberg. Ja, safe, safe. So, wie gesagt, deswegen freue ich mich sehr auf die Projekte dieses Jahr. Ich darf die Feuerblume jetzt nicht verlieren, ansonsten cringe. Bro, diese Drecksfische. Ich hab verkackt, ne? Oder kommt da noch eine Feuerblume raus? Nope. Ich hab mein Leben verbraucht. Ah, geil, so funktioniert's auch. Ach, Yudukus, Zweitkanal ist easy. Zweitkanal ist easy, Meister, das ist ja kein Problem. So, bam. Let's go. Benny, danke für den Pfirsich. Und Nikolas, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Bis zum nächsten Mal, Maestro. Tüdelü. So, nur noch eins und dann ist gut, weil ich weiß, was du... Ja, eben, sonst mache ich mir wieder einen Kopf wie die Hydra. Und das will ich nicht. So, Melli, dankeschön, ne? Danke für die Rose. Mit K-Pop-Herzchen und so. Magadon, wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Was geht? Moin. So, Phenodin, 1. April. So, fertig, ich schwöre. Melli, danke für diesen kranken Abend. Was auch immer hier passiert ist. I don't know. I don't know. So. Was habe ich noch alles überlesen? So. Ich hoffe, ich glaube nicht viel, nicht viel, nicht viel. Und vor allem sollte man sich selbst treu bleiben. Absolut, der Schulze. Absolut. MC definitiv. Ne? Sich selber treu bleiben ist auch immer sehr, sehr wichtig. Alter, Patrick Meier! Das ist so ein verrücktes Stream heute. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist so verrückt. Christian, moin moin, welcome back. Du bist eine Ente wie Donald Duck. Patrick Meier steppt uns mit 5 Euro wirst du hen immer zu dir. Denn du machst geilen Content. Patrick, vielen Dank für 5 Euro für die großzügige Spende. Super lieb. Das ist verrückt. Wird zurückgezogen. Zoom mal rein da. Patrick, vielen Dank für den Support, Meister. Auch für die lieben Worte. Und Fantasia? Ja, doch, wir haben genug Fantasia. Alles easy. Alles easy. Mein Cousin hasst mich, weil ich Reels sage. Hä? Dein Cousin muss sich deswegen lieben. Auf süß. Okay, bam. Rudi, Lamborghini. Rudi, Lamborghini. Rudi, Lamborghini. Rudi, Lamborghini. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Fantasia, halbes Nüsschen 2 Euro. Wir haben noch lange nicht genug. Kleiner als 3. Felix, das ist das Wichtigste. Hundertprozentig. Eine reine Seele zu haben, mit sich selber im Reinen zu sein, das ist das Wichtigste. Melli, dankeschön, Benny, Sunflowers und Fantasia mit 20 gifted Mitgliedschaften. An Friedrich Probst, Schlidi. Sunflowers, ich drück dir die Daumen, alles wird gut werden, Meister. Alles wird gut werden. An CSB Michel, Laura, Marleen, Marcel, The Varty Red, Josef, Anna, Lukas, Steven, Cosmo Keks, Sansebi,
Saja, Luma Puma und an alle anderen, die da noch eine Membership bekommen haben. Das ist ja so verrückt. Ey, Gina, ich kann dir auch nicht sagen, was hier ist. Warum werden so viele Mitgliedschaften verschenkt, wenn das dein letzter Stream ist? Als Abschied. Nindin, danke schön für 2 Euro. Das ist so ein perverser Stream. Sammy, moin moin. Alle haben zu Ostern Geld bekommen. Ich habe keine Ahnung, Kappa Klaus, was hier passiert. Ey, das ist... Ich versuche währenddessen mal ein neues Level hier reinzupacken. Ey, der Schulze, wie gesagt, ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll. Vor allem, das ist so insane viel Geld. Also, ich komme ja aus ganz anderen Verhältnissen. Ich bin ja in sehr, für deutsche Verhältnisse, sehr bescheiden aufgewachsen. Ich erzähle es ja immer wieder. Und weiß dementsprechend einfach den Wert des Geldes zu schätzen. Auch als ich damals neben dem Abi gekellnert habe. Sakushi. Und, ja. Ich weiß es mega zu schätzen, weil ich einfach weiß, was dahinter steckt, welcher Wert. Und deswegen finde ich es jedes Mal krass, wenn sich Leute dafür entscheiden, mich auf meinem Weg so zu supporten. Verrückt. Das ist so verrückt. Fantasia, ich kann mich nur wiederholen. Danke, dass du diesen Channel supportest. So auf ultra krass. Mit 20 Memberschaften und alles andere, was heute irgendwie von allen reinkam. Irgendwie liest du in jedem Live meine Kommentare. Kasper, dafür gebe ich mir Mühe. Dafür stehe ich mit meinem Umlaut. Crazy. Klimper Bosses Tower before the rising lava catches up. Okay, von Toku. Boah, Juri. Ganz viel Liebe. Dankeschön. Vielen Dank. So, next level oder so. Here we go. Nico, moin moin. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Danke, Sammy. Und Martin, nee, moin. Okay, next level. Das wunderbare Bowser-Level. Tomer, jetzt habe ich's gelesen. Achso, stimmt. Warte mal. Da stand ja hier, die Lava steigt ja nach oben, ne? Können wir hier einfach rein? Ja. Bro, hä? Keine Ahnung. So, die Lava steigt die Lava? Wir müssen keine roten Münzen einsammeln. Okay. Ich fühle mich hier extrem gut aufgehoben, habe ich schon mehrmals erwähnt. Und Sunflowers, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, beziehungsweise finde es mega cool, dass du dich hier halt so wohlfühlst, ne? Dass wir dir so einen Mut schenken können. Ultra krass. Alright. Okay. Was hältst du von 1. April und so? Ja, vom 1. April hatte ich gar nichts. So, die Alerts kommen reingeschallert. Schallert. Dankeschön. Rein geht's in die Röhre. Bam. Oh, jetzt geht's aber ab, so wie Henna-Tattoos. Lamborghini. Bam. Ups. Nach oben. Aber immer krass, ganz wichtig dazu zu sagen, du hast alles so krass verdient. Ich glaube, ich kann für jeden sprechen, wenn ich sage, dass du... Aber ich find's immer sehr schwer, sowas anzunehmen, weil... Was muss man hier machen? Ach, Digga. Ah, ich verstehe. Lava, okay. Keine Ahnung, weil ich einfach nur mein Ding mache und das halt irgendwie ganz anders wahrnehme, so die ganze Situation. Und wenn das andere so wahrnehmen, das ist so verrückt. Das ist so verrückt. 10, wie läuft der Osterhase? Das müssen wir Apo Red fragen. Apo, ja, Idee. Brudi, Lamborghini. So, niemals würde man auf diesem Kanal einen Aprilsperz finden. Eben, das ist ein sehr ernster Kanal. Slowbro! Liebe Dan und Hübis, Content extrem, bleibt real guter Slowbro. Vielen Dank. Wir werden uns weiterhin Mühe geben mit dem Content. Vielen Dank für 5 Euro und gleichzeitig die erste Superchat-Nachricht. Danke, Maestro. So, bam. Hallo? Bada bam. Und du gehst einmal an die Seite, Malaka. Was passiert hier? Dankeschön. Okay. Boah, Bro. Egal. Wird ein gutes Level. Wird ein gutes und machbares Level, glaube ich.
So. Boah, es wird gerade so viel reingeschrieben. Das ist viel zu viel. Alter, Fantasia auch nochmal mit 5 Euro. Okay, wenn Benny das sagt, Sugar Mami, Fantasia, dankeschön. Aber weil du dein Ding machst, ist es authentisch und nice. Dankeschön, Nele. Vielen lieben Dank. Ich stimme Fantasia zu. Du bringst so vielen Menschen positive Vibes und teilst eine unheimlich tolle Weltansicht. Du bist ein toller Mensch und das ist... Oh Mann, ey, das ist meine... Freunde. Oh Mann, ich werde... Warte, wie haben wir heute gesagt? Warte mal. Wie hat's Nuri heute auf Englisch geschrieben, wo ich meinte, yo? Mit erörtern, wo ich erörtern meinte? Wie hieß das? Es wird kein Video, Dini, aber die Streamaufzeichnung bleibt online. Wirklich, danke für die lieben Worte. Hier ist alles sehr emotional. Heute, es wird ein emotionaler Stream. Ich sehe es kommen. Es fehlt nur noch Mario Galaxy Lo-Fi-Mucke, wenn ihr versteht. Wacht auf, Leute. Super, danke für 2 Euro. Vielen Dank. Bam, du auch einmal aus dem Weg. Thank you so much. Bam. Vorsicht vor den Kugel-Release. Die sind überall. Alle sagen das. Anti, danke schön. Oh, Mist. Boah, wie springe ich denn da am besten rüber? Draconia auch nochmal mit 10 Euro. Boah, nutze auch mal die Chance, danke für alles zu sagen. Du schaffst immer, die Laune wieder steigen zu lassen. Selbst wenn man mal am Boden ist, mach weiter so. Positive Energie. Boah, ich hab gerade, also ohne Scheiß. Boah, jetzt schwitze ich aber langsam echt aus den Augen. Boah, Gänsehautmoment. Boah, das ist jetzt echt ein Gänsehautmoment. Wie gesagt, Freunde, ich versuche einfach mein Ding zu machen und Julia, was soll das denn? I don't know. Ich find's halt so wichtig und das probiere ich auch immer wieder euch zu sagen, zu zeigen mit den ganzen Streams oder generell, ne, was ich euch immer versuche mitzugeben. Crazy. Das ist richtig, richtig verrückt. Dankeschön. Ich kenne dich doch, nee. Gänsehaut, Digga. Kiwi, dankeschön für deine Gifte Mitgliedschaft an Nico. Oh man. Und Kurkur, ich wünsche viel Spaß. Na, viel Spaß morgen. Jetzt sie zum Guru werden. Na klar, ich werde zum Pickup-Artisten. Du gehst jetzt auf die Straße und sprichst 100 Frauen an. Davon wirst du 95 Körbe bekommen, aber 5 Frauen beißen zu. Oh, schön. Denk immer dran, Bro, du bist nicht alleine. In meinem Kopf bist schon lange ein Freund, in dem du... Und das ist sehr, sehr süß, Akif. Das ist sehr, sehr süß. Dankeschön. Gott bewahre. Die armen 5 Frauen. Bum, bum, bum. Ja, die Pickup-Artisten. Sehr guter Content auf YouTube, Kapi. Ach, Digga. Das Wort der Örtern gibt's wirklich. Ja, 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 ja. Ja, ja. So. So, von daher, ne, vielen Dank noch für die 10er, Doni, gerade. Dankeschön. Okay. Weiter geht's. Und Julie, danke für die lieben Worte, ne. Boah, jetzt kann ich aber nicht mehr spielen. Ihr seid schuld. Manfred, dankeschön für dein Abo. So, warte mal, bitte. Ach, Digga, ich wollte den Drehsprung nach oben machen. Erstmal so lange am Stream und die sind alle so freundlich. Shoutout an euch und alle, ich fühle mich hier wohl. Oh, Nele, das freut mich doch. Dafür sorgen wir immer für eine sehr, sehr angenehme Chat-Atmosphäre. Auch wenn YouTube-Streams manchmal so ein bisschen chaotischer sind, die alle Mods machen einen richtig krassen Job hier, dass wir halt so einen coolen Chat hier haben. Und das ist super viel wert. Okay, rein da. So, hast du eine Freundin? Bin Team Single. Ist doch ein gutes Fußballteam. Besser als RB Leipzig. Nein, Spaß, Freunde. Ne? Liebe geht raus an die Leipzig-Fans. Okay. Bam. Boah, Digga, Digga, Digga. Das ist schon eine sehr wilde Flucht nach oben. Danke, Martin. So, jetzt ein stabiler Wandsprung. Oh, shit. Okay. Oh, bruh. Ist es jetzt das Ende? Ich weiß, es gibt hier noch 10er Münzen und so. Aber ich lasse sie einfach mal weg. Auf süß.
Yes! We made it. Geil. Da haben wir es geschafft. Mein Hirn denkt bei RB nur noch an Regionalbahn. Und dann die ganzen Ausfälle und so, ne? Man kennt den Hasen. Man kennt den Hasen. Nee, aber Draconia, nochmal vielen Dank für die 10 Euro. Das ist super lieb von dir. So, bam. Alright. Toll. Einfach nur toll. So, gutes Level. War echt ein cooles Level. War von der Schwierigkeit her ganz angenehm. Bowser natürlich wie immer ein Rekord. Wie, du hörst auf. Binuritsch, guck mal, was für ein Datum wir heute haben. So. Bring it like a single, sheesh. Freunde der Sonne, ich glaube, ich weiß, es hört ihr nicht gerne, aber so Freunde, das ist ein so Freunde-Moment, aber zum Schluss, um die Stimmung noch ein bisschen aufzulockern. Sorry. Freunde, I'm sorry, aber so länger als 3 Stunden schafft mein Hirn nie. Ich gehe. Ich kann gute Momente immer destroyen, das ist mein Talent. Ich sag's, wie es ist. Lea, warum gehst denn du, hä? War das unangenehm? Aua. Ey, Leute, hab ich doch gesagt, wenn es zu krass wird. Ja, Freunde, ich muss, was soll ich sagen? Ich bin am Ende. Aber wie gesagt, ich glaube, 3 Stunden für Mario Maker ist immer ganz gut, weil ich persönlich irgendwann immer merke, ist immer so, viel Spaß im Gym. Ich würde gerne ins Gym gehen, aber das schließt in einer halben Stunde, weil Feiertag ist leider. Dementsprechend kann ich erst morgen gehen. Deswegen fange ich schon mal an, das Hauptkanalvideo für morgen zu cutten. Hab dich lieb, war ein schöner Stream. Felix, ich danke dir fürs dabei sein. Okay, Leute, der Arme muss auch mal was zu Abend essen. Freunde, ich kann mich nur wiederholen. Vielen Dank für diesen super krassen Stream. Wie gesagt, es ist so ein Privileg, dass ich das hier hauptberuflich machen darf, dass ich morgens aufstehe und ja, den ganzen Tag mich mit dem hier beschäftigen darf. Und an den ganzen lieben Nachrichten, an den krassen Support, die krasse Eskalation sehe ich, dass irgendwas richtig läuft und das gibt mir die Bestätigung für das, was wir hier tun. Na, viel Kraft und Motivation beim Cutten. Dankeschön, Draconia. Ich wünsche dir auch einen wunderbaren Abend. Auch nicht Fitness-Influencer werden. Ja, komm. Wenn Pamela Reif anfragen sollte. Cheater! Suma, ich danke dir, ne? Ich danke dir. Dankeschön für 6 Euro. Nochmal ein dick Liebe da lassen an die Mods und natürlich an dich, David. Ihr seid alle so tolle Menschen hier. Komm mal gerne her. Gina, ich danke dir. Alles klar, Meister Yoga, ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Danke für den Stream wieder einmal. Danke, dass du uns bereicherst und uns Lachen zauberst. Sonja, ich habe zu danken, dass du hier zusiehst. Ich habe zu danken. Hairstyle-Influencer. Dafür ist die Hairline zu weit zurückgegangen inzwischen. war nicht viel im Chat aktiv, aber das Stream, wie jeder andere, mega unterhaltsam. Dankeschön, Mr. Crypto. Vielen lieben Dank. Es ist, wie gesagt, so ein verrücktes Stream gewesen. Eigentlich will ich noch sehr... Oh, wurde ein 10-Euro-Alert von verschluckt? Ich glaube, der 10-Euro-Alert wurde verschluckt. Why that? Deswegen Draconia. Ich glaube, leider wurde der 10-Euro-Alert verschluckt. Aber vielen Dank nochmal an der Stelle. So, wir warten auf die letzten Alerts. Die müssen ja nochmal rausgehaschelt werden. Schön, dass du erkennst und schätzt, dass... Das, um Gottes Willen, Yudugus, das ist ein krasses Privileg. Das mag ich an dir, dass du reflektierst. Also, man muss immer drüber nachdenken, in was für einer Situation man ist. Und ich bin für jeden einzelnen Tag dankbar. So generell, also... Warte, wir warten noch mal ganz kurz auf den Detox nur am Ende, auf süßer Basis. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Brody, Lamborghini! Der Sinn kam ja an. Dankeschön. So, Gelber Toad, noch einen schönen Abend, schöne Osterfeiertag, genieß den Abend. Gelber Toad, genießt du auch den Abend, ne? Gina, dankeschön für die 6 Euro. Vielen Dank. Suma, sorry, hab mich verdrückt, lieber an alle und frohe Ostern. Pluto springt auf Hater und zerfährt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll Luft, Sack. Du bist eine Ente. Dankeschön. Gina, vielen lieben Dank. So. Einmal
dick Liebe da lassen an die Mods und natürlich an dich, David. Gina, dankeschön. Martin, danke auch an die 5 Euro. Nee, nochmal ganz, ganz kurz Moralapostel am Ende spielen. Ich finde, man sollte über super, super viel einfach dankbar sein. Von was für ein Privileg wir haben, hier leben zu dürfen. Also sei es irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich denke mal, da kommen die meisten Zuschauer her. Wird mir halt immer wieder bewusst, wenn, guck mal, mein Bruder ist ja beispielsweise jetzt da aus der Ukraine. Und der kommt halt von der Front. Und hat ein paar Geschichten erzählt und das ist halt echt krass, wenn man überlegt, wie unterschiedlich das Leben so an sich sein kann. Dafür sollte man über jeden einzelnen Tag dankbar sein. Wenn man beispielsweise gesundes, warmes Essen bekommt, Wasser mit Wasserhahn hat, ein Dach über dem Kopf, ne? Dass wir hier Frieden und Wohlstand leben, genau so ist es. Und ich glaube, was einen viel glücklicher macht, ist, wenn man einmal am Tag drüber nachdenkt, was für ein Privileg wir haben, hier zu leben. Und ich glaube, das macht einen schon am Ende des Tages deutlich glücklicher, wenn man drüber nachdenkt. Genau. So, von daher. Patrick, Dankeschön für 8 Monate einfach nicht aufhören, Alerts auszulösen. Ah. Wie gesagt, danke für alles. Und wir sehen uns Mittwoch beim nächsten Stream auf Twitch. Morgen neues Hauptkanalvideo und natürlich neues Zweikanalvideo. Von daher, danke für alles. Und damit sage ich mal, Bayern Edwin, Don Zaptus, hauen Sie rein. Real Simo, Bowser. Klingt so banal, aber es ist true. Ja, eben. Man muss es immer wieder mal sagen. Real Katze, Sunflowers, Fishy, Fantasia, Caro, Timmy, Arkiv, Gina, Kettle, Tintenfisch, Schulze, Julia, Werner Cobra und dann alle anderen, die dabei gewesen sind. Danke für diesen krassen Abend, für den kranken Support. Bis zum nächsten Mal, ne? Cheerio. Bye, bye. Yeah. Es ist die Umlaut-Gang. Willkommen im Stream, jetzt geht's ab wie eine Lawine. David mit Umlaut am Start wie eine Startlinie. Live auf YouTube, ich schau einfach nur zu. Circa 3 Stunden lang wird gezockt, so wie Dartspiele. David back wie Rücken auf Englisch. Was der Typ macht, ist schon fast nicht mehr menschlich. Der Rickler leckt an seiner Ruxwurst und gönnt sich die Ruxwurst, als wäre sie ein knackiges Sandwich. Hier kommt der King wie Mufasa und Simba. Rickler, cooler als wie Wasser im Winter. Sitzt nachts im Zimmer, spielt Cuphead wie ein Blinder und rickelt die ganzen Sim-Queens krass um den Finger. Es ist der einzig wahre Abas aus der Rotze-Gruppe. Kann zwar nicht rappen oder singen, doch macht trotzdem Mucke. Oh, aua, David ist sauer. Junge, du baust Glumanda, nicht die chinesische Mauer. Zu real für YouTube wie Dom Tento auf Speed. Trägt den Anzug im Stream für den Flex aus Prinzip. Heute ist ein guter Tag, David geht live. Spielt die Copyright-Musik, es gibt trotzdem kein Strike. Unfassbar nice, Junge, noch ein Vergleich. Und ich geb dir den Like, wie ein Typ, der was liked. Sag mal, spürt ihr den Hype? SSD zu dem Umlaut. Und die Abonnenten wachsen weiter wie Unkraut. Ach, wir übernehmen das ganze Land, Rickler. Legt euch lieber nicht mit uns an, Rickler. Werfen alle aus unserer Bahn, Rickler. Dafür stehen wir mit unserem Namen, Rickler. Du Versager hast keinen Umlaut im Namen. Dann musst du der Umlautgänger sofort Schutzgeld bezahlen. Wir sind im Start und es geht rund wie in einem Kreisverkehr. Das Wettet macht es süchtig wie der Stoff von Heisenberg. Technik LB mal wieder lost, so wie Fundsachen. Wenn die Technik nicht läuft und die Geräte nur rumspacken, kann der David keine Kunst machen und ist deswegen schon geladen wie Schusswaffen. Jetzt wird's wild wie in der gottverdammten Wildnis. Alles wird gut, solange du real bist. Wenn andere denken, dass wir leicht haben, die sich getäuscht. Denn du musst auch real sein, wenn der Stream nicht mehr läuft. Brudi, Lamborghini! Brudi, Lamborghini! Melli ist ein taubes Nüsschen, 1,19 €. MC Mickey stepped ans Mic. Ich bin cringe, was denn Scheiß? Du steckst mir dein Money in den Rachen? Dafür lässt es Goofy jetzt so richtig krachen. Pluto springt auf Hater und zerfährt sie in Stücke, da ich deine Dame im Wunderhaus beglücke. Tick, Trick und Track sind noch voll auf Zack. Du bist ne Ente Martin wie Donald Duck. Mick 5 €. Bin in Timeout. Benny, danke dir, dicker Suma, sorry, hab mich verdrückt. Liebe an alle und frohe Ostern. Willenskraft ist alles. Willenskraft.